Willkommen zur Lage der Nationen. Ausgabe Nummer 133 vom 9. März 2019, heute als Lage Live aus dem Haus der Kulturen der Welt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen Berlin. Ja. Das ist doch auch schön, ne? Ja, ganz wunderbar. Also es ist wirklich einer der schönsten Säle so in Berlin und dass ja. so viele gekommen sind, ist natürlich echt. Äh Ganz herzlich willkommen. Ganz, ganz wunderbar und ein Riesenkompliment und wir fühlen uns natürlich furchtbar geschmeichelt. Das ist wirklich, äh, wirklich ganz toll. Ja, ganz das toll. ist ein ganz tolles Bild. Genau. Vielen Dank. Ähm, wir machen kurz Hausmitteilung. Du wolltest, dass wir auf die Lage in Bremen kurz hinweisen? Ja, ganz genau. Ähm, genau, vor der. Nee, ist beide Lage live ist vor der nächsten Lage live. Ähm, wir haben ein, dieses Mal sogar ein Double Feature vor. Und zwar geht es in etwa vier Wochen nach Bremen. Da sind wir samstagmorgens im Bremer Presseclub. Ähm, da könnt ihr euch beim Bremer Presseclub anmelden, wenn ihr mögt, unter freiraum.fm. Und am Abend vorher, am Freitag, dem 12. April, werden wir eine Lage live in Bremen ähm, veranstalten. Und das heißt also, da gibt es noch keine Tickets, gibt es bald. Ähm, wer aber Lust hat, ähm, sich das schon mal in den Kalender einzutragen, von den Bremerinnen und Bremern, ist dazu herzlich eingeladen. Ich kann das machen, genau. Ähm, am Schluss machen wir das wie immer bei einer Lage live, als genau. guten Brauch. Gibt es die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen, dass wir das hier so ein bisschen debattieren. Wie genau. immer machen wir das am besten, indem ihr eine E-Mail schickt an team.lagedernation.org team-at-lager-lehr-nation.org und die Frage bitte nicht äh, irgendwo hinschreiben, sondern einfach in die Betreffzeile. Eine kurze Frage. Fragen, die da nicht reinpassen, zählen nicht. Genau. Ähm, sondern Frage in die Betreffzeile und wir scrollen die dann durch und beantworten ja. nur uns genehme Fragen, wie wir das sonst auch machen. Genau. Ähm, WLAN gibt es jetzt ja hier, das habt ihr gesehen, das hat Martin gesagt. Und in diesem Sinne würde ich sagen. Würde ich sagen, kommen wir schon zum ersten inhaltlichen Thema und zwar. Als große Freunde des schlechten Witzes können wir eigentlich nur mit einem Thema anfangen. Felix. So sieht es wahr. Äh, Annegret kamm karrenbauer ist natürlich unser Thema der Woche. Äh, da haben wir eine Menge zu zu sagen, glaube ich, was noch nicht von allen gesagt wurde. Genau, aber das nach einer klitzekleinen Pause. So hört sich Werbung an, wenn sie nicht gespielt wird. Genau, ja. Das ist das, ist das schön, wenn man ein Ticket hat, dann kann man die Werbung quasi wegklicken. So, Wunderbar. Genau. Ähm. Also ähm, genau. Also das Thema ist äh, AKK, Annegret kramp macht einen Witz, sie ist Vorsitzende der CDU. Ich muss mich mal ein bisschen zu dir umdrehen. Ja genau, das ist so wenig ja kommunikativ gar nicht hier. Das genau. ist ja, genau. Mensch so, Philipp. Oh, guck mal. So, jetzt, so ist doch hübsch. Jetzt geht der Stecker Ja genau. Ich muss mal ein bisschen ja, läuft auch rutschen. die Aufnahme noch? Ja, die Aufnahme läuft. Ja, es genau. also war nur der Stromsteiger, das da muss man sich, man muss nicht, dass sich keine Sorgen machen. Also sie ist CDU-Vorsitzende, wahrscheinlich Merkels Nachfolger oder hat gute chancen zumindest die zu werden und die oh, war also halt auf dem stockacher narrengericht ja das ja. ist so eine sehr also ist glaube ich im mittelalter losgetreten worden letztlich ist das so ein ruhepunkt der fast nach in, 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 im südwesten und äh, da, vor diesem narrengericht werden halt immer persönlichkeiten der landes und bundespolitik angeklagt, ja, und ja. so war halt auch Annegret kramp oder dort angeklagt. Ja, das finde ich nämlich schon mal ganz interessant mit diesem Anklagen, denn ähm, das verweist ja so ein bisschen auf einen der vielen Grundgedanken hinter dem Karneval, ne? oder hinter dem Fasching in diesem Fall im Südwesten. Klar, da gibt es alle möglichen, äh, wie soll ich sagen, so eher mythologischen Hintergründe, wir wollen jetzt böse Geister vertreiben und so, aber der Karneval, insbesondere im Rheinland, hat ja auch sowas sehr anarchisch, äh, anarchisches. Ne? Es geht ja schon auch so ein bisschen darum, sich über ähm, die Autoritäten, vor allem damals die preußischen Besatzungssoldaten im Rheinland irgendwie lustig zu machen und äh, Autoritäten zu dekonstruieren und offensichtlich scheint es sowas auch im Südwesten zu geben, denn wenn man da irgendwie so Autoritäten äh, quasi rituell anklagt äh, und die sich dann verteidigen müssen, dann werden sie ja schon so ein bisschen auf Normalmaß zurechtgestoßen. Genau und und äh, die Anklage und das fand ich noch mit den besten Witz an dieser ganzen Geschichte war sie wegen Missbrauch Minderjähriger, weil sie Paul Ziemian <laughs> zu ihrem Generalsekretär gemacht hat, so ein Jungspund, den sie da beim Tanzen von der Tanzfläche äh, wie gezogen hat und gesagt, du bist jetzt Gänseck. Ähm, <laughs> aber dann. Ja. Immerhin, immerhin war er vorher natürlich schon ein alter Politprofi, denn er war ja irgendwie von der, der Jungen Union. Union war er aber, ne? genau. Also nach allem, was man so hört, ist der ja erfahrener Apparatschik. Ne? So, ja. also, Karl Bauer war also in dieser Situation, dass sie dort angeklagt war und sich verteidigen musste als, als Frau. Also, ne? Und sie hat dann also ganz lange so gegen das Machotum gewettert und ihre ganze Rede, der rote Faden war sozusagen der, äh, das Anwettern gegen, gegen Männer und so wie sie geworden sind. Und dann kam irgendwie dieser Absatz. Und dann, das ist ja wohl der Gipfel, wird uns Frauen vorgeworfen, selbst ist die Frau. Ja, natürlich ist die Frau selbst, weil sie es sein muss. Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja. Also, also, ich bin schon also, mal Vertreter der latte macchiato fraktion ja? Trinkst du gerne, Philipp? Äh, äh, können wir das natürlich so nicht stehen lassen? Du, du ne? klopfst hier auf die Brust. Ja? Absolut, absolut, Ich habe gesündigt. Also, ich finde erstmal bemerkenswert an diesem, an diesem, an diesem kleinen O-Ton, den wir da gespielt haben, ähm, dass man ja schon an ihrer Stimmlage hört, wie sie sich so richtig pudelwohl fühlt in diesem Fasching, oder? Findest du das nicht auch, Philipp, wie man so, also man hört, so, wie sie voll entspannt diesen Witz da erzählt, sich auch nicht verhaspelt, oder so, sondern so richtig souverän den so irgendwie runterspricht? Großartig, ne? Sie ist halt einfach eine ganz erfahrene Stimmungskanone. Das, das ist nicht. jetzt Ironie, ja. Yeah. Findste? ja, ich habe gehört, ich weiß, es ist beim im Radio immer schwer zu distribuieren. Manchmal. Also, ich, ich weiß nicht, ich so nicht, wir sitzen ja hier auf der Bühne. Ja. Ich weiß, Ironie Online funktioniert ja nicht, weil ich dachte, genau. ich versuche okay, also sie, Haus so, sie war so ein bisschen, sie war so ein bisschen verspannt. Aber bevor wir sozusagen auf ihre, auf diesen Witz mal eingehen, müssen wir ihn, glaube ich, mal dekonstruieren, weil er in erster Linie schon mal ein schlechter Witz ist. Genau. er funktioniert ja, genau. einfach. Nicht. Das ist das Geile, ne? Das sagt ja schon alles über einen Witz, wenn man ihn erklären muss. Ja? Ja. Aber das machen wir also. jetzt trotzdem, weil sonst das also, Zerlegen nicht funktioniert. Sie sagt, Frauen müssen selbstständig sein. Weil Männer total verweichlicht sind. Und sozusagen nicht mehr alles für die Frauen machen können, was sie früher für die Frauen gemacht haben. Siehe Latte Macchiato Fraktion. Die sind ja so verweichlicht, dass sie nicht mehr, nicht mal wissen, ob sie im Stehen oder im Sitzen pinkeln wollen. Und deswegen erfinden sie Toiletten für das dritte Geschlecht. Okay. Das ist die Logik das, des Witzes. Das muss man sich erstmal überlegen. Das genau. ist schon soziologisch einigermaßen komplex, ja. So, ja. Das ist, also, das, das musste erstmal, ja. ne? da, da genau. passt eine ganze Menge nicht zusammen. Ja. Denn, also, Toiletten für das dritte Geschlecht erfinden, ja. Mhm. Also, dritte Geschlecht sind Menschen, die sich weder Frau noch Mann zuordnen, aus verschiedenen Gründen, mhm. entweder nicht wollen oder nicht können. Wie sehen Toiletten für diese Menschen aus? Sie haben einen Kloschüssel und sie haben ein Pessoir. Das sind also im Prinzip Männerklos, die sind nur so Männer ein bisschen umgelabelt sind. Genau. Ja. Draußen ist ein Schild dran, Unisex oder für alle oder irgendwas. Das sind sozusagen Toiletten für das, für das dritte Geschlecht. Also erfinden muss man da nicht so wahnsinnig viel. <lacht> <lacht> und, so, ja. so, und, also Dritte Geschlecht haben wir gesagt. Das ne? Verfassungsgericht hat auch die Meldeämter jetzt oder zwar sie dazu gezwungen, dass ja. die auch ihren Status so eintragen können. Ja, Deswegen ist das bekannt ja, geworden. Und, äh, das finde ich, das sollte man an der Stelle schon noch mal ganz kurz sagen. Das mit diesem dritten Geschlecht ist ja gerade nicht irgendeine Schnapsidee von keine Ahnung dem Berliner Justizsenator Dirk Behrendt, ja, der dafür auch mit da, der Latte Mark hat Ja, Jedenfalls wenn man der Bildzeitung glaubt, ne? die Springer Presse hat ihn ja furchtbar verprügelt dafür, dass er einen Beschluss aus dem Koalitionsvertrag hier in Berlin umgesetzt hat und sich mal überlegt hat, wie machen wir denn das in der Justiz mit diesen Klos? Ähm, aber wie gesagt, das ist eben gerade keine Schnaps. Idee von irgendwelchen Roten oder Grünen, sondern das ist letzten Endes ähm, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die beruht auf Erwägungen zur Menschenwürde dieser Menschen, die eben sich weder als Mann noch als Frau empfinden. Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie eine moderne Schnapsidee, sondern das Bundesverfassungsgericht hat das ja sehr genau geprüft und gefragt: Ist das für diese Menschen denn jetzt wirklich so? Ist das denn für die existenziell? Verstehen die, die sich wirklich nicht als Mann oder als Frau? Oder ist das jetzt einfach nur eine Schnapsidee? Und ähm, wenn man diese Entscheidung mal liest, dann wird einem sehr schnell klar, dass das eben für diese Menschen eine große äh, emotionale Bedeutung hat, eine existenzielle Bedeutung. Und also ich finde es schon mal sehr irritierend, ähm, wenn jemand, der möglicherweise mal äh, in tragender Funktion Verantwortung übernehmen will in Deutschland, einfach diese Gruppe von Menschen, Zehntausende von Menschen auf diese Art und Weise der Lächerlichkeit preisgibt. So, und also Problem, haben wir gesagt, ist ein schlechter Witz. Ja. Problem ist aber auch, was da, was da durchspielt. Also erstmal so ihr komisches, tradiertes sagen wir mal, Rollenverständnis von Männern und Frauen, finde ich merkwürdig. Ja, Nämlich, dass Frauen nur dann zum Zuge kommen, wenn Männer schwaru, äh, quasi verweichlicht verweichlich sind ja, und ihre Füße ja. in Latte Macchiato baden. Also quasi, die Frauen sind nur da für die Lücken, die die Männer lassen. Ja? Genau. Aber die Frauen können sich von alleine äh, keine eigenen äh, Räume der, für Aktionen nehmen. Ja, Das finde ich schon mal einigermaßen bizarr. Und Gut, dann ja. die Unterstellung, dass Klos, Paspo Toto, für Einrichtungen für Minderheiten eigentlich eine Hipster-Idee sind. Ja. ja. Ja, also was... Was ist das für ein Quatsch? Ja. Klos einzurichten für in dem Fall Menschen mit dem dritten ja. Geschlecht. Oder Minderheiten insgesamt. Ja, wie das? Gaga, das ist mit einem klar, wenn man mal so eine Parallele zieht, zum Beispiel äh, zu barrierefreien Zugängen. Ne? Es gibt ja erfreulicherweise immer mehr öffentliche Einrichtungen, an denen dann nicht nur Treppen sind, um da rein zu laufen, sondern wo es auch Rampen gibt, damit man zum Beispiel mit dem Rolli reinfahren kann. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch AKK niemals auf den Gedanken gekommen wäre, sich über Rampen für Rollifahrer lustig zu machen. So. Ne? Weil das einfach eine, eine Minderheit ist, wo man quasi deren Bedürfnisse deutlicher sieht. Wenn man sich physisch vorstellen kann, man kommt halt sonst nicht rein. Aber ähm, ich denke mal von jemandem, dem, der einfach in so äh, verantwortungsvoller Position äh, arbeitet heute schon und noch in verantwortungsvollerer arbeiten möchte, da würde man doch erwarten, dass der so ein bisschen Sensibilität aufbringt für die für die Bedürfnisse auch von Minderheiten. Ja, ich würde auch sagen, die Aufregung war natürlich entsprechend. Ne? Es haben alle möglichen äh, Linke, Grüne, äh, Schwulen, Lesbenvereine etc. Äh, großes äh, äh, großen, großen Radau gemacht und Skandal geschrien. Und äh, mir war irgendwie mir lag das irgendwie so ein bisschen am Herzen, weil ich finde, dass deutet schon auf einen, sagen wir mal, allgemeingesellschaftlichen Umgang hin. Deswegen sollten wir das hier noch mal auseinanderflattern. Ich finde nicht, dass sie zurücktreten sollte. Ich finde, Nö, ähm, diese Witze kann man machen, denn Witze an sich sind ja immer im Kern meistens tabubrechend, verletzend, ja, basieren auf Ressentiments, spielen zumindest damit, ja, also das Material auf, na, aus, aus ja. von Witzen ist eben sowas wie ein bisschen Rassismus, Sexismus, das kommt schon vor, ich will das nicht gut heißen, aber dass sozusagen der Witz ein Tabu bricht und auch verletzt, ja, und ausgrenzt durch... Derjenige, über den gelacht wird, der ist ausgegrenzt, so. Das ist schon in diesen Witzen mit drin. Ich finde nur, ähm, dass der Witz eben aufgrund dieser Eigenheiten eine Waffe ist und man muss gucken, wer sie gegen wen einsetzt. Und ich finde, es gibt da sozusagen drei Kategorien. Man kann einmal den, den Witz von oben nach unten machen. Das ist das, was Kammkarrenbauer die ganze Zeit macht. Sie nutzt sich sozusagen, sucht sich Schwächere aus und macht sich über die lustig. Du kannst Minderheiten, sagen wir mal, Machen Witze über sich selber? Mhm. Ja. Das ist so eine Art, würde ich sagen, kann man, also Judenwitze, du kannst ja bestimmte Judenwitze, die Juden über sich selber machen, kannst du ja eins zu eins auf ein rechtes Nazi-Block setzen ja. und es würde nicht weiter auffallen. So. Ja, der Unterschied ist eben, dass den Juden über sich selber machen oder Minderheiten über sich selber machen und dass das dann auch als so eine Art Selbstreflexion und, und auch ein bisschen Traumabewältigung für viele gelten kann, um halt das Unsagbare mal aussprechen ja. zu können. Also quasi. Witze über sich selber sind völlig ja. in Ordnung. Das ist im Gegenteil sogar total so Sympathisch, wenn man sich selber nicht so furchtbar ernst nimmt. Ne? Mhm. Witze ähm, von unten nach oben sind im Grunde das Wesenselement des Karnevals. Karnevals. Äh, Fasching etwas weniger, aber jedenfalls des Karnevals im Rheinland. Ähm, man macht sich lustig über die Preußen, ne? deswegen auch diese merkwürdigen Uniformen, deswegen irgendwie das, das Kölsche Dreigestirn und so. Also, das ist, die, das ist die Idee vom Karneval. Aber da sagst du ja völlig zu Recht, Philipp, das hier geht genau anders. Ne? Hier ja. werden Witze von oben auf Kosten von Minderheiten gemacht. Genau, und ich finde, das ist eine Charakterfrage. Ich finde, man kann Menschen ganz gut daran beurteilen, wie sie mit Menschen umgehen, die schwächer sind als sie oder weniger Macht haben sie, mhm. als sie. Man kann das machen. Man ja. kann das machen, wie Annegret kamp karrenbauer Es ist nur einfach billig, charakterlos und zu simpel. Ja. Als wenn es so. Wie, so, wie so ein Schulhof-Bulli, ne? ja. 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 Also, ich kann auch, weißt du? Ich kann mich auch mit meinen. Mit meinen Nachbarn, erwachsenen Nachbarn zusammentun und gegen die zehn Kids bei uns in der Straße spielen, ja. Ja, 10-0 gewinnen und sagen: Wir sind die Helden. Yes. Herzlichen Glückwunsch, genau. Ab ja. geht's. Ja, genau. Ja. Und die Kinder noch fertig machen. Und du, Kann man machen. Ja, und du, aber man darf nicht erwarten, dass einen jemand respektiert, mhm. ja, dass jemand glaubt, das sei irgendwie vorbildhaft. Ja, und von der Vorsitzenden der großen Partei Deutschlands erwarte ich einfach was anderes, als ob es keine anderen Witze gibt. Ja. Weißt du, ich meine, die Böhmermanns dieser Welt, man kann über ihn sagen, was man will, aber ich, der, der legt sich mit Erdogan an. Ja, und das, das ist dafür äh, muss man auf gut Deutsch schon mal Eier in der Hose haben. Ne? Eier, ganz ehrlich, äh, denn mal ganz ehrlich, das hat ihn ja äh, persönlich auch äh, gewissen Gefahren ausgesetzt. Ne? Es gibt äh, zu in Köln, wo er ja nun mal lebt in der Gegend da, da gibt es natürlich ja. reihenweise fanatische Erdogan-Anhänger. Ne? Ich hörte noch nicht so eine Geschichte, wo ähm, einem jungen Pärchen irgendwie die Scheibe eingeworfen wurde mit Steinen, weil sie ein Anti-Erdogan-Plakat aufgehängt hatten, als da diese Moschee äh, eingeweiht wurde in Köln, die irgendwie maßgeblich mit Unterstützung von türkischen Behörden irgendwie, glaube ich, finanziert oder gebaut wurde. Jedenfalls. Ne? Ja. Da gab es dann halt so eine Jubeldemo. von von irgendwelchen Erdogan-Freaks. Und dafür, dass sie da ein Protestplakat aufgehängt hat, wurde ihnen die Scheibe eingeworfen. Ne? So viel also mal zur Stimmung da in Köln. Und ähm, insofern würde ich auch sagen, also das war von, von Jan Böhmermann wirklich eine ziemlich reife Leistung, so derart klare Worte gegen Böhmermann, äh, gegen, gegen Erdogan zu finden, Ja, und ja. ich glaube, das ist auch im Prinzip von Ja, gegen Böhmermann übrigens auch. Ne? Das war das, was ich eben noch sagen wollte. Er ist ja zum Beispiel auch sehr selbstironisch und zieht sich selber ständig durch den Kakao. So, also insofern, ne? das ist also cool, ne? ich finde so ähm, Leute also sag mal ja also leute die gute witze machen die die überlegen sich ein bisschen es äh, auch gute witze die vielleicht nicht nach unten tretend mhm. sind mhm. so finde ich kann man machen und was bei akk noch dazu kommt finde ich sozusagen sie ist wiederholungstäterin sie ist A, wiederholungstäterin also gut okay aber was ich finde ich noch dazu kommt ist bei ihr ist das ja eine strategie bei ihr ist das ja kein kein Pas oder sowas, ja. sondern sie ist jetzt damit beschäftigt, innerhalb der Partei diejenigen hinter sich zu sammeln und für sich zu begeistern, die bei der Abstimmung für Friedrich Merz gestimmt haben. Ja. Und sie ist dabei, weil sie sich nach links nicht profilieren kann, weil die CDU eigentlich nicht weiter links stehen kann, nee. sondern sie sammelt sozusagen rechts. So, das macht sie. Ja, ist doch so. so ist so, den. hast recht. Traurig, aber wahr. Ja. Ja. Aber das macht sie mit solchen Nummern. Ja. Also mir kann keiner erzählen, dass das nicht auch ein bisschen Kalkül ist. Weißt du, die meistens die ja, mit dem Fernsehen Geld, übertragen ja. und so weiter und so fort. Das macht es jetzt natürlich nicht besser, ne? wenn man Nein. natürlich aus politischem Kalkül auf Minderheiten drauf Du klopft, instrumentalisierst das, Minderheiten ja. für ja. deine Zwecke. Kann man machen aber muss man nicht. Und aber muss man nicht. Ja, Als jemand, nicht. der irgendwie Charakter hat, man macht das einfach nicht. Ja, und, und das Ja, und dazu muss man eben auch sagen, Stichwort Wiederholungstäterin, dass sie ja schon verschiedentlich versucht hat, sich auf Kosten von Minderheiten zu profilieren. Sie ist ja zum Beispiel auch gegen die sogenannte Homo-Ehe gewesen und hat dagegen polemisiert. Das hat mir in der Lage auch schon mal indem sie das in eine Reihe mit Polygamie und Inzest gestellt hat. Also das ist schon auch ein hartes Wort, das sie da damals gewählt hat. Ich weiß gar nicht, 2015, 2016 war das. Insofern, also wie Philipp schon gesagt hat, ich denke das ist jetzt kein Fall, wo man gleich zurücktreten muss. Aber ähm, wir werden da jetzt sehr genau hinsehen. Ähm, denn, und ich hoffe einfach, dass sie da äh, doch mal drüber nachdenkt, ähm, wie, man, äh, wie man einfach bestimmte Minderheiten ja. auch in der Öffentlichkeit darstellt. Kommen wir zu einem anderen schlechten Witz, der uns schon eine Weile beschäftigt: die Reform des Urheberrechts auf der. Europäischen Ebene. Genau. Und das hatten wir schon ein paar Mal im Programm. Genau. Und wir wollen jetzt ja hier nicht spielen. Täglich grüßt das Urhebermurmeltier. Deswegen versuchen wir in dieser Lage da einen neuen Aspekt äh, zu beleuchten. Und zwar hat uns nämlich interessiert, wieso das Urheberrecht eigentlich für uns alle so wichtig ist. Das hatten wir, also wir haben das immer so über die Details gesprochen und da jeder Paragraph und der Absatz 1, zwei, drei und so. Dabei ist uns so ein bisschen das größere Bild aus dem, aus dem, aus dem Rahmen gefallen, habe ich so das Gefühl. Ganz genau. Und die Frage dabei ist nämlich einfach, warum geht das Urheberrecht uns alle etwas an? Ähm, und das kann man in wenigen Sätzen eigentlich zusammenfassen, denn es geht beim Urheberrecht jetzt insbesondere bezogen auf das Internet ja einfach darum, wer darf was in diesem Internet veröffentlichen, ja, indem er es selber hochlädt oder indem er es als Betreiber einer Plattform im Internet ähm, auf seine Seite stellt, was irgendwelche User der Plattform hochgeladen haben. Es geht also letztlich um das Recht, geistige Schöpfungen zu verbreiten. Ja, und früher war das die Frage: Darf ich ein Musikstück abschreiben? Ja, darf ich quasi eine Partitur kopieren? Früher ging es um die Frage, darf ich ein Buch verlegen zum Beispiel äh, und über welche Rechte muss ich dazu möglicherweise erwerben? Es geht also immer um die Frage der Vervielfältigung und Nutzung von geistigen Schöpfungen. Ja? Stichwort Schöpfung ist auch ein wichtiges Stichwort. Nicht alles ist urheberrechtlich äh, geschützt. Man braucht immer eine sogenannte Schöpfungshöhe. Man kann das auch so ein, Bild, ein bisschen bildhaft umschreiben als geistige Fallhöhe. Ja? Also drei Wörter in einer, in einer Reihe sind jetzt im Zweifel noch keine geistige Schöpfung, aber wenn es irgendeine Form von, ähm, von Niveau hat, wo man schon so ein bisschen länger darüber nachdenken muss, ähm, dann ist Irgendwann die nötige Schöpfungshöhe erreicht. Da gibt es eine weit äh, ausdifferenzierte Rechtsprechung, können wir nicht alles nachzeichnen. Aber, aber jeden wir sind so Papst, fand zu ich zum Beispiel nicht schlecht. Wir sind Papst, sind drei Buchstaben äh, oder drei Wörter vielmehr, wo man schon sich überlegen kann, ob das nicht möglicherweise reicht, aber, aber es, ist, ja, äh, es, ist, es ist knapp. Aber jeden, alles bei der jedenfalls erfasst ähm, dieses Urheberrecht eben sehr, sehr viel. Ja? Texte, Bilder, Kompositionen, Musik, im Grunde so alles, was man ähm, mit Kreativität und geistiger Leistung auf die Beine stellen kann. Und spannend ist natürlich, wieso hat sich denn die Bedeutung dieses Urheberrechts so gewandelt. Früher hat ja kein Mensch sich darüber Gedanken. Gemacht. Nee genau, früher es nur irgendwelche Autoren oder Verlage oder große Labels und das ist halt hat sich verändert, weil wir halt heute alle irgendwie Urheber sind. Wir mixen irgendwas, man macht ein Video mit einer Musik im Hintergrund etc. pp. Man mischt sozusagen unterschiedliche Werke und veröffentlicht die auf so sozialen Netzwerken. Wir schreiben was auf Facebook. Aber ja, ja, wenn Facebook. das mehr als eine oder fünf Zeilen sind, ist man irgendwann auch über die Schwelle der Schöpfungshöhe so. mit möglicherweise hinaus. Ne? Und deswegen ja. soll also dieses Urheberrecht reformiert werden. Wie gesagt, der Dinge haben wir schon gesagt, können wir noch kurz zusammenfassen, Stand ist, dass die Kommission, das Parlament und der Rat in diesem sogenannten Trilog sich geeinigt haben. Es fehlt aber noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Die Abstimmung würde für Ende März jetzt angesetzt. Genau. Und was nämlich der Plan war beim Ganzen, das war der Schlusssatz zu dem Blog davor, ähm, das Urheberrecht soll eigentlich fit gemacht werden ja. für das Internetzeitalter. Das war immer so die Idee. Alle waren sich eigentlich einig, das Urheberrecht stammt aus dem analogen Zeitalter, wo man eben nicht so einfach mal Dinge ins Internet stellen kann und es sollte jetzt fit gemacht werden für die besonderen neuen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Und wie gesagt, ähm, da gab es einen langen Prozess. Ja, Es hat etwa fünf Jahre gedauert, das abzustimmen, was jetzt ähm, im Europäischen Parlament Ende März abgestimmt werden soll. Aber ähm, darüber haben wir jetzt wiederum schon gesprochen. Es regt sich massiver Widerstand. Genau, es regt sich massiver Widerstand. Es gibt halt äh, Demos, die angesetzt sind für den 23. März. Und ähm, da hat es jetzt auch viele, viele, viele Proteste im Netz etc. gegeben. Und dann war die Re Reaktion der äh, EVP, der konservativen Fraktion im Europaparlament, äh, äh, dann ziehen wir die Abstimmung vor. Bevor das jetzt große Proteste gibt und sich da möglicherweise noch einige umstimmen lassen, stimmen wir lieber eher ab. Das war sozusagen mehr oder weniger ein heimlicher Versuch. Der wurde dann öffentlich. Dann gab es Demos. Julia Reda hat das nämlich wieder veröffentlicht. Die ist ja da sehr, sehr heiß hinterher. Die Idee war eben wirklich, das so undercover zu machen. Damit ist man nicht groß an die Öffentlichkeit gegangen, sondern es sollte so quasi als Überraschung im Parlament schnell abgestimmt werden. Das ist natürlich, sagen wir mal, demokratiemäßig ein ziemlicher Fail. Das ging dann auch nach hinten los. Es gab diese Spontan Demos und dann ist die EVP zurückgerudert. Genau, also mehrere tausend Leute haben zum Beispiel hier in Berlin vor der CDU-Zentrale äh, demonstriert und sowas skandiert wie hier sind die Bots. Ne, weil ja immer der Vorwurf war, der EVP, das sind alles gar keine Menschen, die da zum Beispiel Protest-E-Mails Alle fallen, von Google gesteuert. Alle von Google gesteuert, alles Weil sie hin. ja E-Mails mit Google-Account schicken. Ja, ne, wenn eine E-Mail von Gmail kommen kommt, das muss ja ein Google-Mitarbeiter ja, sein. Ohne oder ein Google-Bot. Ja. Ja. Kein Witz, ja, ja das habe ich auch getwittert. Ja, man staunt. Jedenfalls ähm, ist jetzt also dieser, dieser, sag ich mal, Undercover-Plan, die Abstimmung einfach mal zwei Wochen vorzuziehen, der ist gescheitert. Die Abstimmung findet jetzt nach wie vor nach dem 23. März, dem europaweiten Aktionstag, statt. Aber man muss offen sagen, der Ausgang dieser Abstimmung im Europäischen Parlament ist völlig offen, denn gegenüber der letzten Abstimmung im Parlament müssten mehr als 100 äh, Mitglieder des Europaparlaments die Seiten wechseln, damit äh, diese Richtlinie doch noch abgelehnt würde. Genau, also gegen diesen Stimmungsumschwung spricht bisher vor allem eine äh, deutsche Bewegung. Genau, das ist der Punkt. Ne? Diese diese Demos zum Beispiel, die für den 23. geplant sind, sollen fast alle in Deutschland spielen. Es gibt außerhalb von Deutschland nur eine Demo und in den Niederlanden, in Österreich und in Luxemburg jeweils eine Demo und sechs sind angekündigt für in Polen. Aber alle anderen europäischen Staaten sind bislang auf der Demo-Landkarte ähm, noch weiße Flecken. Mit anderen Worten ist so ein bisschen unklar, ähm, ob denn tatsächlich äh, das reichen kann, wenn ähm, das eben nur eine, eine Bewegung ist, die in wenigen EU-Staaten, jedenfalls auf der Straße, spürbar ist. Genau, ne? und außerdem hat noch keiner der Mitgliedstaaten wirklich gegen die äh, Richtlinie gestimmt. Also, ja. Mhm. Ne? ja. Und ähm, kann aber trotzdem sein, sagst du, dass sie durchfällt? Ja, also es haben schon ein paar Mitgliedstaaten dagegen gestimmt, aber hm. aus den anderen großen Mitgliedstaaten ja. hat kaum ein Parlamentarier dagegen gestimmt. Ach so meinst du. Ja, das, okay. Also nicht die Staaten selber, aber wenn man sich mal so anguckt, zum Beispiel aus Frankreich hat bislang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur ein einziger Abgeordneter oder eine Abgeordnete, weiß ich nicht mehr, gegen die Reform gestimmt und alle anderen sind dafür. Trotzdem kann es durchaus noch sein, dass die Richtlinie durchfällt, denke ich mal, ist wirklich offen, denn ähm, die Richtlinie wurde gegenüber dem, was das Parlament sich so überlegt hatte, in diesen Trilogverhandlungen deutlich verschärft. Ne? Interessanterweise ähm, ist mir das jetzt schon häufiger aufgefallen, aber auch hier ist es wieder zu bemerken, dass ähm, die Mitgliedstaaten im Rat ähm, oder über den Rat sehr häufig Positionen vertreten, die deutlich näher an Industrieinteressen sind und deutlich weiter weg vom Volk. Insofern ist es schon so, dass das Europäische Parlament quasi die volksnächste Position hat äh, und dann häufig versucht, die gegen die Mitgliedstaaten durchzusetzen. Das ist finde ich ein ganz interessantes Beispiel hier wieder, weil das eben etwas ist, was ist man häufig beobachten kann. Und das wiederum finde ich ist auch relativ leicht zu erklären. Das Europäische Parlament wird ja direkt gewählt. Das heißt die Leute sind direkt den Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich. Während die Regierungen zwar auch irgendwie aus Wahlen hervorgehen in Europa, aber eben deutlich weiter weg sind. Und da ist einfach der Einfluss von organisierten Industrielobbyisten wesentlich größer als beim beim Europäischen Parlament. Finde ich total interessant denn in der theorie sind ja diese vertreter im rat auch gut äh, legitimiert. ja stichwort jürgen habermas gibt es so diese legitimationsketten man wählt erst das parlament und das wählt dann eine regierung und die regierung schickt dann leute nach brüssel. alles wunderbar alle wunderbar legitimiert. aber wie man eben hieran wieder sehen kann in der praxis funktioniert so, das nicht so einfach ne? ist es nicht, weil ne? die lobbyisten eben einfach auf diesen vielen zwischenschritten der legitimationskette ähm, dann immer wieder die möglichkeit haben irgendwie reinzugrätschen. und im ergebnis sind dann im rat äh, über die mitgliedstaaten vor allem industrieinteressen präsent. und so ist es auch hier wieder gewesen. Ne? Die Richtlinie wurde äh, im Trilog deutlich verschärft gegenüber dem, was das Parlament eigentlich wollte. Und deswegen könnte es schon sein, dass der ein oder andere Parlamentarier sagt, äh, da kann ich nicht mehr mitmachen. Und die, die Situation ist also verfahren und wir wollten die Gelegenheit mal nutzen, weil es immer nur Kritik gibt ja, ja. Ähm, und sagt ja so geht das nicht und so geht das nicht und so geht das nicht das Internet ka geht kaputt äh, und äh, dann sind wir alle fußlahm das kann auf gar keinen Fall sein und ähm, es gibt aber das finde ich ganz interessant durchaus einmal konstruktive Vorschläge denn ja auch die, die sind auch nicht neu auch, auch, die, genau ja. die sind nicht neu auch diejenigen die jetzt sozusagen gegen diese Reform auf die auf die auf die Barrikaden gehen äh, die sagen ja nicht nur Urheber sollen kein Geld kriegen für das was sie da äh, im Internet veröffentlichen ja. ähm, sondern im Gegenteil nur eben nicht so mit diesen hohen Nebenwirkungen und deswegen wollen wollen wir an dieser Stelle noch mal ein sagen wir mal ein ja wie gesagt nicht ganz taufrisches, aber nach wie vor überzeugendes Konzept äh, präsentieren. Ja. Das ist nämlich die Kulturflatrate. Also das bedeutet im Kern, dass jeder, der einen Internetanschluss kauft, sei es Mobilfunk, sei es Festnetzanschluss, zwei, drei, 1 zwei, drei, vier Euro, je nachdem, das kann man sich überlegen, ja. auf seine Rechnung oben drauf kriegt. Die gehen in einen ganz großen Topf. Ja. Und dann wird das sozusagen nach einem bestimmten Schlüssel unter denjenigen verteilt, die irgendwelche Werke ins Internet gestellt haben. Genau, und das ist halt so im Grunde so eine analoge Überlegung zum klassischen Kopierer. Ne? Das ja. kennt man, wenn man in der Bibliothek kopieren geht, dann ist da so ein großer Aufkleber dran, VG Wort. Und äh, wenn man dann ja, also war jedenfalls früher, ich weiß nicht mehr. Also ja. keine jedenfalls, da gab es so große Aufkleber VG Wort an diesen Kopierern und die Idee dabei ist, ähm, dass man eben mit der Kopie natürlich irgendwie ein paar Cent 50 bezahlt für das Blatt Papier und den Toner, aber das Hauptgeld geht eigentlich an die VG Word. Hauptgeld? Ja, ist schon. Also ich, ich kann das jetzt nicht, aber es ist jedenfalls okay. ein erheblicher Beitrag und ich meine, äh, dass es sogar ein, äh, mehr ist eigentlich als die Hardwarekosten. Die genauen Zahlen kann ich dir nicht okay. mehr sagen, aber ähm, es ist jedenfalls schon ein substanzieller Betrag dieser Kohle, die du halt für die einzelne Kopie bezahlst, ähm, die nicht in die Hardware gesteckt wird. Sondern die einfach an die VG Wort geht und die Verwertungsgesellschaft Wort, die dieses Geld dann wiederum an Urheberinnen und Urheber ausschüttet. Und, und ich, genau und die Kulturflatrate ist jetzt die Idee, dieses Prinzip. Ja, man besteuert in Anführungsstrichen die Medien. Hier war bei, beim einen ist es die Kopie, äh, beim Internet ist es eben der Internetzugang und verteilt das Geld an die Menschen, deren geistige Leistungen über dieses Internet geteilt werden. Weil, weil die Idee ist ja, auch das Kopieren eines Buches, auch das Mitschneiden, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, eines Songs aus dem Radio mit einer mhm. Kassette, ja. ja, das sind ja eigentlich auch 1965, als diese Privatkopie erfunden wurde, mhm. eigentlich illegale Handlungen, eigentlich ill Handlungen, die das Recht verletzen. Und man hat aber gesagt, ja, aber das machen so viele, das können wir nicht verhindern. Wie finden wir genau. eine Lösung, dass dieses massenhafte Verhalten, Buch kopieren, Zeitungsartikel kopieren, äh, Musik mitschneiden, legalisiert wird und die Leute, die das machen, trotzdem Geld dafür kriegen? Und so kam das mit der Privatkopie. Genau. Man hat gesagt, kopieren für private Zwecke, okay, aber alle Gegenstände, mit denen diese Kopie erstellt werden kann. Smartphones, Drucker, Kopierer, die müssen in kleinen... Und Leerkassetten. Und ne? Leerkassetten. Also eingeführt ist das ja 1960. Ganz 60, großer Markt, ne? auch heute ja, noch. Ja, heute, more, I don't know, auf jeden Fall die Leerkassette des, des 21. Hm? Jahrhunderts ist eben im Zweifel der Laptop. Ja? CD auch nicht mehr, äh, DVD na, auch nicht mehr. Na, ja, aber die, die Laptop, was, was aber Smartphones gibt es ja auch. Ne? Also meint, genau. auch da ja, ist auch eine Abgabe ja. drin, sind ein paar Euro, die fließen in diesen Topf und auch ich zum Beispiel, Mitglied der VG Wort, ja, ja, kriege krieg jedes Jahr irgendwie paar Euro aus diesem Topf aus. Doch, kriege ich, ja, krieg ich auch. Ja, so, ja, doch. Ja, ja. Und das hat, sich, das hat sich als Prinzip total bewährt und ich finde ähm, da sollte man ganz verschärft drüber nachdenken, ob das nicht ja. im Internet auch geht. Also das muss man, man muss dann natürlich fairerweise sagen, im Gegenzug zu dieser Abgabe auf den Internetzugang müssen dann natürlich bestimmte Kopien in diesem Internet auch legal sein. Das ist ja die Idee, Abgabe auf das Medium, im Gegenzug ist die Privatkopie legal und man muss dann schon im Detail drüber nachdenken, was ist denn damit eigentlich alles umfasst. Also ich will jetzt äh, nicht sagen, dass mit dieser Recht, äh, mit dieser sogenannten Kulturflatrate ja, wirklich alles mit einmal legal wird. Also ganz sicher würde ich sagen, die kommerzielle Verletzung von Urheberrechten, keine Ahnung, ich ich, ich, ich mache jetzt irgendwie eine, eine, eine Streaming-Plattform auf. Ja? Ich baue mir mein privates Spotify. Aber ich habe doch drei Euro für meinen DSL-Anschluss. Nicht wahr? Bezahlen. Genau, das kann vielleicht nicht gehen. Also da muss man sicherlich sich überlegen, wie weit reicht dann dieses Recht auf in Anführungsstrichen Privatkopie im Internet. Aber ähm, jedenfalls der Punkt, den wir machen wollten, ist: Darüber müsste man nachdenken. Darüber ist auch schon viel nachgedacht worden. Und es gibt da aber einfach eine, ich möchte fast sagen, fanatische Abwehrmentalität ähm, bei insbesondere bei den äh, organisierten Vertreterinnen und Vertretern von. Also viele Kreative sind durchaus offen dafür, aber gerade so die Lobbyisten aus dieser Szene. Schon und sowas. Ja, genau. Und äh, genau sind da sind da wirklich eisenhart, kann man in diesen Tagen auch auf Twitter wieder sehen. Und ähm, ich fände das einfach eine sehr sehr schöne Idee. Und zwar einfach, weil es ein Ende wäre dieser Verbotskultur. Ne? Auch dieser Artikel 13 mit diesen Upload-Filtern äh, ist ja im Grunde die Idee, wir verhindern, dass bestimmte Dinge im Internet überhaupt getan werden können. Das ist so, als hätte man früher den Leuten verbieten wollen, Dinge aus dem Radio mitzuschneiden. Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Das werden die Menschen einfach auf Dauer nicht mit. Machen und, ähm, und deswegen sollte man eben Wege finden, wie man diese völlig normalen Alltäglichen Nutzungsformen im Internet, wie man die legalisiert und dafür sorgt, dass die Kreativen was bekommen. Und da ist so eine Kultur-Flatrate, glaube ich, ein wichtiges Mittel. Über die Demos haben wir gesprochen, Ende März, aber es gibt ja auch Ende Mai Wahlen. Genau. Ja, und da war natürlich jetzt so ein bisschen auch die Frage, ähm, wie gesagt, im EU-Parlament, da wird es eine Abstimmung geben. Man kann sich genau angucken, wie die EU-Parlamentarier abstimmen. Man kann natürlich jetzt auch schon auf diese Parlamentarier und Parlamentarierinnen einwirken, indem man sagt: Leute, da steht eine Wahl an, es steht eine wichtige Abstimmung an. Ähm, wenn ihr da nicht in meinem Sinne abstimmt, werde ich euch nicht wählen. Und dann war immer die Frage, ja, wie finde ich denn diese Parlamentarier? Und da gibt es halt jetzt zwei Plattformen, auf die wir kurz hinweisen wollten. pledge2019.eu ja, ist so ein Projekt. Mhm. Da kann man seine Telefonnummer eingeben oder in die Telefonnummer, Telefonnummer und seinen Standort und man wird sozusagen mit dem Abgeord Büro des oder derjenigen Abgeordneten verbunden, die für einen zuständig ist, sozusagen, der aus dem ja, Wahlkreis kommt. Man kann seinen Europaabgeordneten angeben. Genau, Pled ne, pledge2019.eu. Ja. Pledge ähm, dann wird man so verbunden, dann kann man telefonieren, man wird wahrscheinlich nicht sofort mit dem oder der Abgeordneten reden, sondern mit den Mitarbeitern. Ja. Da gilt ruhig bleiben, ja. nicht rumschreien, nee. vorher informieren, auch Beleidigungen helfen selten weiter. Helfen nicht weiter, gute Argumente parat haben, freundlich sein und am Ende sagen: Leute, ich werde meine Stimme abgeben und wenn du nicht so und so stimmst, wirst du meine nicht bekommen. Schönen ja. Tag. Schönen Tag. <laughs> ja? Genau. Schönen Tag immer sagen. Genau. Und sowas was Ähnliches gibt es auch in Briefform. Ja. Ähm, genau. Schönen Tag, schönen Abend. Das schadet nie. Nee. Genau. Und es äh, ist eine weitere Website, die jetzt in den letzten Tagen aufgesetzt worden ist. botbrief.eu. Dort sind die äh, Briefadressen. Äh, ja. Also Brief so mit Papier und allem. Ja. Da sind die Adressen der deutschen EP-Abgeordneten hinterlegt. Und auch ihr Abstimmungsverhalten bei der letzten Abstimmung zu diesem Thema. Und da kann man sich einen Brief generieren lassen als PDF-Datei. Kann man dann runterladen und ausdrucken und tatsächlich zur Post bringen. Denn dem Vernehmen nach ist es so, so, dass, ähm, dass so digitale Informationen bei den, in diesen Abgeordnetenbüros nicht so wahnsinnig ernst genommen werden, häufig. Ja? Stichwort: alles von Google gesteuert. Aber wenn da tatsächlich ein paar hundert Briefe auf dem Schreibtisch landen von Menschen, die genau das sagen, ich schaue, wie du abstimmst und glaube es sicher, das wird bei meiner Wahlentscheidung eine Rolle spielen, dann äh, macht das möglicherweise auch bei den Abgeordneten Eindruck, gerade bei denen, die eben der Richtlinie äh, beim letzten Mal zugestimmt genau. haben. Genau. Und auch da gilt: höflich genau. bleiben. Dieser Brief, der ist, wie ich finde, sehr höflich formuliert. Man kann ihn natürlich noch ein bisschen anpassen. Also ich habe auch ein paar abgeschickt. Insofern, ja, kann man mal machen, ja, wenn, man, wenn man also dagegen ist, ja, gegen diese Form der Urheberrechtsreform. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema diese Woche weil das äh, so ganz viele Kriterien erfüllt, die wir hier in der Lage so gerne haben. So Nämlich? Eher, ja. Ein bisschen Aktualität, ein ja. bisschen underreported, aber interessant. Man kann was lernen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ja. Und zwar geht es darum, eigentlich war es nur eine kleine Meldung, das haben nicht so viele Zeitungen darüber berichtet, dass Griechenland jetzt, diese Woche, seine erste zehnjährige Staatsanleihe ausgegeben hat. Seit vielen Jahren? Seit vielen Jahren, so fast, seit fast zehn Jahren. Okay. Staatsanleihe, muss man kurz erklären, also Staaten wie Griechenland, aber auch Deutschland, finanzieren sich oder kriegen ihr Geld im Kern aus zwei Quellen. Mhm. Steuern und Anleihen. Anleihen ja. sind sozusagen Kredite, die sich ein Staat nimmt. Ja. Bei uns, wenn ich eine Anleihe kaufe, gebe ich dem Staat Kredit, machen aber auch Versicherer, Fonds etc., die kaufen sich ich anleihen zu, ja. und dann gibt es einen Kredit für den Staat. Also als ich zur Schule ging, gab es zum Beispiel in Deutschland die berühmt-berüchtigten Bundesschatzbriefe. Gibt es die noch? Ich glaube schon. Ja, da gab es damals sagenumwobene 7% oder so. Das war der totale Wahnsinn. Auf jeden Fall. Das ist heute ein genau. Scam. Das Bist die, Du kommst gleich in den Knast, wenn du, gleich, du wenn wenn es 7%, 7 irgendwie auf irgendwas gibst. Zong. HSV macht nur 6. Ja? Uh. HSV hat auch eine Anleihe ausgegeben. Ja. Die bieten aber nur 6. Insofern, Insofern gerade unter der, der Grenze. Gerade noch okay. Gerade okay, ne? okay. Aber nicht zeichnen. ist, Weil wenn HSV nicht gut ist, was er meistens nicht ist, äh, kann es sein, dass das Geld komplett weg ist. Bist ne? du Pauli-Fan? Äh. Kannst du jetzt Kommentar. sagen. Okay. okay. Zurück zu Griechenland, einem anderen, einem anderen Opfer. Das ist auch alles fake jetzt, ne? Wir kennen uns ja überhaupt nicht aus mit Fußball, das wisst ihr alle. Ja. Gut, also, also. also. Griechenland. Die haben also jetzt seit nach, nach, nach zehn Jahren das erste Mal so eine Staatsanleihe ausgegeben. Und das bedeutet eigentlich, dass so ein bisschen. also... Griechenland ist nicht noch nicht komplett aus der Krise, hat immer noch Probleme, aber diese Griechenland-Krise, über die wir vor fast zehn Jahren Tag ein Tag ausgeredet haben, die uns fast an den Rand des, der Existenz in Europa gebracht hätte, die ist... Jedenfalls gefühlt. Ne? Gefühlt, ja. ja. Die ist vorerst vorbei. Ne? Also man ja, muss sich kleine Rückblende. Kleine Rückblende. Wir hatten die Finanzkrise 2008, 2009. Da war im Kern das Problem, dass halt viele Banken Papiere in, hatten, besaßen, von denen sich auf einmal rausgestellt hat: Oh fuck, die sind ja gar nichts wert. Ja, Das ist ja alles Dreck, was wir gekauft haben. Wir dachten, das wäre alles super, ist es aber gar nicht. Ja, das, Da geht es im Wesentlichen um äh, Hypotheken und Staatsanleihen eben, also Hypotheken auf irgendwelche Grundstücke. Das war in den USA das Hauptproblem. Ja, ja Da gab es so eine große Immobilienblase, das heißt, da gab es reihenweise Hypotheken, die letztlich durch den Wert der beliehenen Häuser überhaupt nicht gedeckt waren. In Europa war das zentrale Problem, dass viele Banken einfach viel zu wenig Eigenkapital hatten, hatten sich also ihr Geld im Wesentlichen nur zusammengeliehen und außerdem waren viele Staaten überschuldet, das heißt also, der Schuldenstand, die Summe aller Kredite, dieser Staat aufgenommen hatte, äh, unterstieg das Bruttoinlandsprodukt um ein Vielfaches. Ne? Ja. Und das führte einfach zu einem ganz massiven Vertrauensverlust, ähm, sowohl in die Banken als auch in viele Staaten im Euroraum. Und so kam unter anderem raus, dass die Griechen eine ganze Reihe Probleme hatten. Die hatten nämlich zum einen ihre Bücher frisiert. Ja? Also alle möglichen ähm, Buchungen waren da nicht so ganz nachvollziehbar. Sie hatten eine extrem hohe Staatsverschuldung und zugleich eine sehr hohe Ausgabenquote. Ja? Ein sehr teures Militär zum Beispiel. Und da, ähm, kann man sich vorstellen, hatten die Anleger das Vertrauen verloren. Genau. Also in der Phase in dieser Finanzkrise waren alle so dabei, am gucken, was haben wir denn für Papiere, was haben wir ja. denn für Papiere, was haben wir denn für Papiere? Und dann so, oh, wir haben ja auch griechische Papiere, oh, die haben ja Schulden, Ganz oh, schlecht. die haben ihren Haushalt frisiert, an den sie an die EU gemeldet haben. Fuck, den geben wir kein Geld mehr. Und so hat auf einmal Griechenland kein Geld mehr bekommen. Und das ist halt dämlich, wenn du ein Staat bist, der Steuern kriegt und Geld aus Anleihen. Steuern kriegst du wenig, wie im Fall Griechenland. Anleihen auf einmal gar keine mehr. Hast du ein Problem. Dann kam dazu, dass auch Europa nicht gesagt hat. Ähm, oh, wir stehen zusammen und helfen den Griechen. Ihr könnt den Griechen ruhig Geld leihen. Wenn es ihnen schlecht geht, wir regeln das schon. Mhm. Sondern Europa hat gesagt: Na, mh, Griechen und so, sollen wir denen ihre Oliven bezahlen? Mhm. Da gab es eine nicht. große Diskussion. Ja. ja, Riesendiskussion. Und so kam das also dazu, dass Griechenland auf einmal kein Geld mehr bekam. Und ähm, dann gab es halt und diese. Genau, und das bedeutete praktisch, um das nun mal so ein bisschen plastisch ja. zu machen: Sie konnten ihre griechischen Staatsanleihen nicht mehr verkaufen. Die hat einfach keiner mehr gekauft, weil die Leute kein Kriegen Vertrauen hatten, ja, dass, man, dass das Geld genau. zurückgezahlt wird. Und sie kam, aber auch so ohne weiteres keine Kredite mehr von anderen Staaten oder auf dem freien Markt. Genau. Und das ist ein Riesenproblem, ist ein ja, riesen wenn Problem. du Geld ausgeben musst als Staat, weil deine Beamten bezahlt werden müssen, aber du hast einfach keine. Genau. Und dann, wir erinnern uns, kamen diese berühmten drei Hilfspakete. Ja, also, das waren sozusagen Pakete, wo die EU-Staaten unterm Strich, äh, wie erklären wir gleich, ähm, Griechenland Geld gegeben haben. Heute ist es so, dass äh, seit 2010 die Grie an die Griechen ausgezahlt wurden 288 Milliarden Euro, ein Großteil davon, ein kleiner Teil vom IWF, aber ein Großteil von Sagen wir mal, von den europäischen Staaten. Man muss sagen, die Griechen müssen das zurückzahlen. Das ist kein Zuschuss. Kein Zuschuss. Die müssen, das ist ein Kredit. Die Griechen müssen das zurückzahlen. Die zahlen dafür Zinsen. Sie zahlen auch nicht sofort. Das dauert irgendwie, bis sie da anfangen zu zahlen. Und der letzte Kredit, der ist irgendwie 2000. Die letzte Rate ist so 2066 wird die irgendwie gezahlt. Aber sie müssen das zurückzahlen. So. Damals war es aber so, dass natürlich diese Kredite, die die Griechen bekommen haben, nicht einfach so gegeben wurden, sondern sie haben dafür Auflagen erhalten. So, die mussten bestimmte Sachen machen. Und das Problem war, dass in Deutschland vor allem, aber auch in Europa es große Ressentiments gegen die Griechen gab. Da war da immer so diese Idee, wir zahlen den Griechen ihre Zeche. Ja. Die Griechen können nicht mit Geld umgehen, anders als wir, braven, braven Deutschen. Und wie jetzt, die sollen da unsere Steuern verprassen. Das war immer so das Bild, das in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde und was zu einer ja auch teilweise sehr aggressiven Stimmung gegenüber Griechenland geführt hat. Und ähm, darauf reagiert natürlich Politik. Ne? Wenn so die Stimmung in der Bevölkerung kippt, wenn das Verständnis für die Hilfe gering ist, auf der anderen Seite aber die Vorbehalte gegenüber dem Land, dem geholfen werden soll, sehr groß, ist, äh, sehr groß sind, dann kann man sich vorstellen, dann reagiert Politik. Und was man dann nämlich getan hat, waren diese Auflagen, ja, die, äh, oder was man da gemacht hat, waren Auflagen gegenüber Griechenland, also quasi Voraussetzungen dafür, dass man Griechenland ähm, helfen würde. Und das wird heute zusammengefasst unter dem Schlagwort Austeritätspolitik. Also man hat Griechenland im Grunde gezwungen, seine staatlichen Ausgaben extrem hart zurückzufahren. Viele Gegner dieses, dieser Austeritätspolitik sagen heute, im Grunde hat man Griechenland auch kaputt gespart. Also, ja, also die das sind haben so die beiden Seiten einer Medaille. Genau, ja. also die, muss, die Renten sind im Schnitt um 45 Prozent gesenkt worden, das Rentenalter wurde auf 67 angehoben. Die Zahl der öffentlich Bediensteten, äh, also im, der Angestellten im öffentlichen Dienst ist um ein Viertel geschrumpft. Die haben äh, Häfen, Staatsbetriebe privatisiert, egal zu welchem Preis, wie viel sie dafür bekommen. Also haben, Tafelsilber verscheuert. Ja, so. mhm. Heute ist die Situation so, dass die Staatsverschuldung immer noch sehr hoch ist, Arbeitslosenquote bei knapp 20 Prozent, aber sie haben so ein bisschen Wachstum, EU rechnet so mit 2 Prozent. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Durch diese Staatsanleihe wird klar, die die Griechen jetzt ausgegeben haben, Griechenland braucht keine Rettungskredite mehr. Griechenland kann sich das Geld, was der Staat braucht, selber auf dem Markt leihen. Mhm. Das Vertrauen in Griechenland ist da. Sie kriegen ihr Geld zu 3,4 Prozent Zinsen. Das ist immer noch relativ teuer im Vergleich zu Deutschland, aber sie kriegen es. Mhm. Und sie müssen halt keine Auflagen mehr erfüllen. Also sagen wir mal sozialpolitische Art oder sowas, ja? Keine weiteren. Keine ne? weiteren, so. Ne? Wobei man sagen muss, also wo will man jetzt noch sparen? Ne? Genau. Also also das ist, das muss man bei dem Ganzen immer wieder im Blick behalten. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr erfreulich, dass Griechenland jetzt quasi wieder mitspielen kann in diesem internationalen Finanzsystem, ja, auf eigenen Beinen steht finanziell. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass es ein extrem hoher Preis war, ne? weil es einfach sehr viele Menschen in Griechenland gibt, denen es heute deutlich schlechter geht als vor zehn Jahren. So und jetzt was natürlich die Frage, nachdem das jetzt alles vorbei ist, was hat uns das denn alles gekostet? Was hat uns dieser ganze Salat gekostet? Klang ja nach viel Geld. Klang also nach sehr viel Geld. Und da habe ich Andreas Hoffmann gefragt. Der ist Redakteur beim Büro des Stern hier in Berlin. Volkswirtschaftler hat sich irgendwie mit dieser Krise sehr intensiv beschäftigt. Und der sagt. Die Euro-Rettung ist eigentlich insgesamt keine so schlechte Sache, weil sie den Steuerzahler eigentlich nichts gekostet hat. Nur das versteht kaum jemand. So. Das ist natürlich unsere Steilvorlage. Warum hat das den Steuerzahler eigentlich nichts gekostet? Das Klischee ist doch, ja, wir, wir überweisen jetzt die Milliarden nach Griechenland und dann, dann sind die weg. Tatsache ist aber, dieses Geld, was wir, Deutschland und die anderen Staaten bezahlt haben, das haben wir nicht nach Griechenland überwiesen, sondern wir haben das in den sogenannten europäischen Stabilitätsmechanismus überwiesen. Ich wusste immer gar nicht, was das ist. Nee. Also ich dachte, also, das ist ein Wort und wir überweisen Geld in dieses Wort. Ja. Ja, also oder Fragt es ist ein bisschen. Ein, was haben die für eine IBAN? Ja, ja genau. Wo, was? Ja. So, wo, wo muss ich das hin überweisen? Ja, turns out, das ist eine Behörde, eigentlich eine Bank ja. mit einer Adresse und Mitarbeitern und so. Gibt's richtig. ja genau, und das ist im Grunde auch die Nachricht, das, was wir bisher gesagt ja. haben, ist so ein bisschen der historische Hintergrund, äh, um das einzusortieren, weil ehrlich gesagt äh, auch mir das gar nicht mehr so ganz klar war, wie das alles so damals gelaufen nee. war mit der Griechenland-Krise, deswegen haben wir das noch mal ein bisschen nachrecherchiert, aber der eigentliche Punkt ist, äh, dass im Zuge dieser Griechenland-Krise, also zeitlich parallel dazu eben der europäische Stabilitätsmechanismus installiert wurde. Ein paar Vorläufer gab es, aber ja, im Prinzip genau, war das aber, so alles Ja, ne, Da ist ja. Das so ein bisschen alles zusammengeschnürt worden und jetzt gibt es da eine Struktur, die eben vor allem den Zweck verfolgt, die Staaten in, äh, im Euro-Raum wirtschaftlich möglichst stabil so. zu halten. Klammer auf, wenn auch häufig mit hohem sozialen Preis. Und wir fanden es einfach interessant, mal vorzustellen, was es mit diesem ESM eigentlich auch genau. Sich hat. Also das Geld, was die Europä das, was die EU-Staaten zur Verfügung gestellt haben, mhm. das ist geflossen in, dieses ES in diesen ESM. Also Deutschland hat 21 Milliarden Euro in den Topf geworfen. So, ja. Andere Staaten haben das auch gemacht. So kamen 80 Milliarden Euro zusammen, die sozusagen eingezahlt wurden in den Topf. Das war das, bei, eingezahlt das, war das, das eingezahlte Geld. Dazu musste jeder Staat noch sagen, okay, also wenn es richtig schräg läuft, dann stellen wir noch ein bisschen Geld zur Verfügung, was ihr abrufen könnt im Fall der Fälle. Und das war bei Deutschland 168 Milliarden Euro. Immerhin das Achtfache. So, ja, ja. so und das mussten auch die anderen Staaten zur Verfügung stellen, einzahlen und Geld zur Verfügung stellen. Und auf diese Weise konnte dieser ESM, diese Bank mhm. letztlich über, und kann bis heute, über rund 700 Milliarden Euro verfügen. Genau. Und das ist halt einfach so viel Geld, dass man den Finanzmärkten damit signalisieren kann. Also Spekulationen gegen die Stabilität des Euro, Spekulationen gegen die Wirtschaft einzelner Länder funktionieren einfach nicht. Oder gegen den Staatshaushalt einzelner Länder funktionieren nicht. Denn wir haben ganz tiefe Taschen, aus denen wir die Stabilität der Staaten im Euroraum garantieren werden. Genau. Und das Geld, was die Griechen jetzt bekommen haben, das ist auch nicht das Geld, was wir da eingezahlt haben, sondern der ESM hat mit diesem Geld, mit dieser Sicherheit mhm. selber Anleihen aufgelegt, selber gesagt, hey, Investoren auf der Welt, wir haben eine dicke Hose, haben tiefe Taschen, <laughs> leiht uns mal Geld zum bestimmten Zins, wir haben ja die Sicherheiten dieser EU-Staaten und dieses Geld, was der ESM sich geliehen hat, das haben sie mit bestimmten Bedingungen an die Griechen weitergereicht. Gesagt, okay, ihr könnt hier was haben, dafür müsst ihr aber diese ganzen Auflagen erfüllen, von denen wir gesprochen mhm. haben. So funktioniert das. Und deswegen ähm, haben sozusagen wir nie wirklich Steuergeld nach Griechenland überwiesen, mhm. sondern wir haben das in diese Bank überwiesen, die mit diesen Sicherheiten Geld aufnimmt und heute quasi dasteht mit diesen vollen Taschen, diesen 700 Milliarden, und sagen kann, okay, wenn ein Land in die Krise gerät in der EU, dann kannst du hier einen Antrag stellen und dann sehen wir zu, dass wir ein... Kredit aufnehmen und an euch unter Bedingungen weiterreichen. So, jetzt ist natürlich das Fazit dieser ganzen Geschichte. Du hast das schon angedeutet, dass das Prinzip eigentlich geil ist, aber die Auflagen an die Griechen zu hart waren. Ja. Hat Andreas Hoffmann auch gesagt. Es war zu scharf. Es ist zu viel gekürzt worden. Der Staat hat zu viel Ausgaben gekürzt und das führte dazu, dass die Krise letztlich sich verlängert hat, als sie sich verkürzt hat. Natürlich muss man sagen. So solches Geld kann man immer nur unter gewissen Auflagen geben. Das ist schon richtig. Und natürlich kann man sich auch überlegen, ob es da ein bisschen Strukturanpassungsmaßnahmen gibt und so weiter. Aber eigentlich weiß jeder, dass man in der Krise, wenn der Staat kein Geld hat, sich die Steuern erhöhen sollte. Das machen wir in Deutschland auch nicht. Ja. So. Das Und nennt der, sich ja antizyklische Wirtschaftspolitik. Antizyklisch, ne? Ne? Genau. genau. Also mhm. wenn es schlecht geht, musst du halt investieren. Und er sagt zum Beispiel, der ESM ist eigentlich ein cooler Mechanismus. Er muss halt flexibler gestaltet werden eigentlich. Ne? Wenn, wenn der ESM heute an Griechenland oder Spanien oder Portugal irgendeinen Kredit ausgeben will, dann müssen die Finanzminister alle zustimmen. Dann muss das deutsche Parlament zustimmen. Das klingt zwar erstmal transparent, de facto ist das aber völlig äh, ein bisschen zu, zu unflexibel. So, ne? mhm. Und er sagt, dass also das muss man eigentlich flexibel handhaben, dass der ESM da selbstständiger solche Kredite ausgeben kann. Aber wie gesagt, im Kern ist der ESM, sagte er, eigentlich cool. Das ist wie eine Feuerwehr, die in der Halle steht, die sich darum kümmert, dass ihre Instrumente einsatzfähig sind, die sich Geld genug besorgt, damit sie ihre Mannschaft bezahlen kann und so weiter. So. Das vollständige Interview, was ich ganz interessant fand, könnt ihr auf meinem anderen Podcast Medienradio hören. Jo, genau. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Ja. Also, wir fanden das, wir fanden das beide total spannend. Was ist der ESM und warum ist das gut und warum ja, ist das nicht so Also, das gut? ist halt nicht das Geldverprassung. Natürlich muss man sagen, also, Griechenland hat sich vom ESM Geld geliehen. 280 mhm. Milliarden. Aber eben nicht von uns, nicht von uns. Aber ja. natürlich, falls die das nicht zurückzahlen, falls sie mhm. das bis 2060, falls das komplett, weil die, falls die in Asche zerfallen und dieses Geld nicht zurückzahlen können, dann stehen, bleiben bei uns natürlich, bei Deutschland, 77 Milliarden Euro, mhm. die puff sind. Ja. Also es gibt ein Risiko, ja. Ja, aber wir, noch ist es nicht eingetreten und dass es eintritt ist ziemlich unwahrscheinlich. Und vor allem diese Stabilisierungswirkung hat ja auch ein, ja. Äh, große Vorteile für die deutsche Wirtschaft eben, weil der Euro dann im internationalen Vergleich vergleichsweise stabil wird, bleibt also im Vergleich zum Dollar und was sicherlich äh, in Zukunft auch nicht irrelevanter wird im Vergleich zum Pfund zum Beispiel oder zum japanischen Yen. Zu unserem nächsten Thema. Wir wollen sprechen Be über die. Beweise Bundespolizei. mit Schlagsahne. Genau. Beweise mit Schlagsahne, nein, Bewa Beweise mit Schlagseite. Die Bundespolizei möchte Bodycam-Videos nämlich äh, einsetzen, aber auf eine ganz besondere Weise, nämlich nur gegen Bürgerinnen und Bürger. Das finde ich eigentlich äh, ziemlich coolen Move, eigentlich, weil, ähm, also weißt du, die filmen mich, okay, die haben ihre Kamera hier so yeah. ne, und laufen rum und so äh, hier. Ja. So. So, guck mal, dicke, dicke Hose. Guck dicke mal rein. Kamera, guck ja? mal rein. Genau. So, äh, und ich denke mal, ja, ich werde gefilmt, aber es ist ja cool, weil sie damit ihre ganzen Übergriffe. Dokumentieren. Genau, wenn Sie also irgendwie den Leuten mal ungefragt irgendwie die Faust ins Gesicht drücken. Dann finde ich das unter ja, www.polizeiübergriffe.de. <laughs> Kann ich mir das dann runterladen? Nein. Ich, aber so ist es leider so, nicht. So läuft es nicht. So läuft es nicht. So, so ist es in Amerika, aber so läuft es nicht bei uns. Die Bundespolizei soll Bodycams in der Tat einsetzen können. Da ist das Bundespolizeigesetz geändert worden. Da gibt es jetzt eine Rechtsgrundlage in 27a. Ähm, Voraussetzung ist insbesondere, dass nur an öffentlichen Orten gefilmt werden darf und diese Bilder müssen auch offen angefertigt werden. Also auf Deutscher muss die Kamera. Irgendwie sehen können. Und das Prinzip dabei ist, ähm, dass die Beamten erstmal diese Aufnahme starten müssen. Das heißt also, ähm, die werden im Prinzip die äh, diese Aufnahmen werden. Also gibt es auch so ein Pre-Recording. läuft ja. die ganze Zeit, oder? Ja, also da wollte ich ja gerade erklären, Philipp. Also es gibt in der Tat ein Pre-Recording. Ulf ja, ähm, mag das nicht, wenn ich an den nächsten ich Punkt doof. springe. Das finde ich immer doof, ja, okay, weil, also, weil, dann, weil dann häufig Dinge unverständlich werden. Okay. Und wir haben doch so einen Erklärbär-Modus. Okay, Philipp. alles klar. Also. Ja. Der schöne Erklärbär-Modus, den kannst du doch jetzt nicht kaputt machen. Außerdem ist gerade mein Pad weg hier. Was ist mit dem wlan los, Clemens? Okay, waren wir jetzt. Ähm so, jetzt muss ich kurz das Pad wieder scrollen, dann sind wir, können wir auch weitermachen. Ähm, also also noch Die Bodycams und die, die Polizisten müssen die starten, müssen auf den Knopf drücken, damit sozusagen aufgenommen wird. Genau, die müssen müssen auf den Knopf drücken, damit aufgenommen wird. Aber weil es ja häufig Situationen gibt, die schon so ein kleines bisschen vor dem Knopfdrücken eskaliert sind, gibt es dieses Pre-Recording. Das bedeutet, dass die Kameras dauerhaft laufen ähm, und aber immer nur diese Daten in eine 30 Sekunden Schleife schreiben und danach werden die Daten auch wieder überschrieben. Kann man sich also vorstellen? Ist natürlich alles digital, aber kann man sich vorstellen? Wie eine kleine Videokassette, die nur 30 Sekunden Band hat, und wenn diese 30 Sekunden um sind, wird das älteste wieder überschrieben. So, und wenn man natürlich dann auf Aufnahme drückt, dann wird diese Löschung nach 30 Sekunden quasi aufgehoben und ab dann läuft die Kamera ja. und die 30 Sekunden von vor dem Knopfdruck bleiben wenn auch gespeichert. gespeichert. Das ist so ein bisschen die Idee die, dabei. Die. Und, aber da sehe ich doch spontan zwei Probleme. A, wie werden die Daten gespeichert und wie kann ich die verwenden für was? Genau, das ist die zentrale Frage. Und in dieser Woche poppte auf, und das ist für uns der Anlass, darüber nachzudenken, dass die Bundespolizei nicht etwa eigene Server von der Bundespolizei einsetzt. Erstens, also Stichwort, ja. wo wird gespeichert? Genau. Ne? Man würde sich ja vorstellen, da gibt es jetzt irgendein Rechenzentrum bei der Bundespolizei, da stehen irgendwie so ein paar Server, die werden von braven Beamten gewartet, Handgeklöppelt Hand und einmal am Tag abgestaubt und so, und da steht so ein Gummibaum drauf und darauf liegen die ganzen Daten von den, von den Bodycams. Ich so weiß nicht, sich, ob ich das, das beruhigender finde. Aber klar, so stellt man sich's vor. So stellt man sich das vor. Mit anderen Worten, es ist es vermutlich teuer, ineffizient, aber auch irgendwie sehr sicher. Ja, so stellt man sich das jedenfalls vor. Und ähm, in der Wirklichkeit läuft es aber anders. Die Bundespolizei hat das nämlich gemacht, wie es jede kleine Internetklitsche auch machen würde. Sie haben bei Amazon einen Server <laughs> geklickt. Ja, die liegen, also die Bodycam-Videos in Amazon AWS ab. Ja, ja aber, 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 also AWS ist sozusagen so dieser große Service von Amazon. Amazon Web Services. Die wir einfach mal ja. gesagt haben, hey wir haben so viel Server, wir haben so viel Platz, äh, davon brauchen wir das Wir vermieten das einfach. Genau. Und äh, jetzt stehen da aber Server natürlich in den USA, aber es stehen auch, auch Server in Deutschland. Genau, also die Bundespolizei, das ist rausgekommen, weil ein FDP-Politiker ja. mal die Bundesregierung gefragt hat, na, ihr macht da hier diese schönen Bodycam-Videos. Wo kommen die denn eigentlich hin? Ja, Benjamin Strasser, äh, Mitglied des Bundestags. Tages für die FDP und die Bundesregierung sagt, also Amazon ist mit seinem AWS-Service gegenwärtig der einzige Anbieter in Deutschland, da einer entsprechend vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte Cloud bereitstellt. Mit anderen Worten, Amazon does it better. Das ist die Idee dabei. Und immerhin versprechen Sie, ähm, dass die Server, auf denen diese Daten liegen, auch ganz wirklich und ehrlich und wir können diese Augenlügen in Frankfurt am Main stehen. Hm. Hm. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Die Cloud heißt ja eigentlich so, weil sie die Daten klaut und weil man nicht mehr so richtig weiß, wo sie dann liegen. Ja, aber das ist hier offensichtlich anders. Die Bodycam-Videos liegen alle auf einem Amazon-Server in Frankfurt am Main. So viel dazu. Ähm, das gab natürlich Kritik. Also Benjamin Strasser, der diese Anfrage gestellt hat, sagt, die Bundesregierung geht damit ein kaum kalkulierbares Risiko mit Blick auf hochsensible Daten ein. Ähm, er meint nämlich, US-Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste könnten auch auf Server in Deutschland zugreifen. Kann das gehen in diesem Internet, dass die ich amerika Ich glaube das nicht. Glaub das nicht. Glaub Kann man nicht. sich kaum vorstellen. Und außerdem fordert Strasser natürlich auch den Ausbau eigener Kapazitäten der Bundespolizei, ja, Projekt Gummibaum, damit die Souveränität über die staatliche Kernaufgabe der inneren Sicherheit in jedem Aspekt gewahrt bleibt. Also wen wir auch, also wer doch in diesem Zusammenhang immer was sagt, ist bestimmt Konstantin von Notz von den Grünen. So ist es. Ja. Und auch den haben wir dazu gehört, also oder gelesen genau genommen. Er sagt nämlich, die Entscheidung für Amazon stehe im Widerspruch zu den Bemühungen der Bundesregierung für mehr digitale Souveränität. Deutschlands, Klammer auf, kann ich nachvollziehen. Das also ich finde, ich finde das insofern sinnvoll, als dass ich schon dafür wäre, dass es so eine Art deutsches Bodycam. Netflix gibt. Also du brauchst ja irgendwie so, so neue Streaming-Dienste, die müssen ja immer Premium-Content haben, weil sonst kommen ja. die nicht vom Boden. Also Kopflix.de. Ja, du brauchst was eigenes. Ja, ja du kannst jetzt nicht den nächsten ja. Blockbuster sagen, sondern du brauchst was eigenes. Ja. Und vielleicht will die Bundespolizei da irgendwie mit Bodycam-Videos punkten. Möglicherweise, ne? So richtige Action, weißt du so. Hollywood-Style. <laughs> anyway, also. Man weiß es gut. Nicht. Wir denken, ja. what the fuck? Und Konstantin von Notz hat nämlich noch ein zweites Problem. Er sagt, ähm, Amazon hat ja nicht zuletzt äh, US-Behörden Software zur Gesichtserkennung verkauft. Mit, äh, möglicherweise wollen die dann also mit diesen Daten ihre Software trainieren. Das ist so ein bisschen. Halt ich für ausgeschlossen. Ist ja verschlüsselt. Hm. Ja, kann auf gar, ke auf gar keinen Fall für gehen. Also, ich denke mal, als Position der Lage kann man festhalten, dass mit dem Speichern klingt erstmal nicht so wahnsinnig plausibel, Philipp, oder? Nein. Ähm. Okay. Also, da gibt's sicherlich bessere Ideen. Ja. ja, also zum Beispiel stelle ich mir wirklich die Frage, kann, können wir in Deutschland keine eigenen Rechenzentren aufbauen? Kann das so unfassbar schwer sein? Und, ähm, dann stellt sich die eben die Frage, wer greift auf die Daten zu? Äh, immerhin gibt es in den USA seit einigen Monaten den sogenannten Cloud Act, der ausdrücklich regelt, ähm, dass amerikanische Strafverfolgungsbehörden auf Daten amerikanischer Firmen im Ausland so zugreifen könnten, als stünden diese Server in den USA. Ja? Also, ähm, wenn man sich also die Rechtslage in den USA anguckt, dürfte es für Amazon häufig gar keine andere Möglichkeit geben, als diese Daten Rauszurücken. Das ist jetzt nicht mal die Frage, ist Amazon quasi ein, ein Bad Guy? Ja? Sind die irgendwie Spiele Sondern die müssen, Die müssen einfach unter bestimmten Voraussetzungen. So. Das heißt also, da hätte ich persönlich große Bedenken. So, und, und wofür sollen jetzt diese Videos genutzt werden? Außer, um halt so ein Ding loszutreten? So ein. So ein so? ja. Also ähm, da gibt es wiederum den 27a Bundespolizeigesetz als Rechtsgrundlage und da gibt es im Wesentlichen zwei Gründe, nämlich zum einen Schutz der Beamtinnen und Beamten und zum zweiten Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung. So steht im Gesetz, aber wie das häufig so ist. Ähm, wirkt sich so ein Gesetz natürlich in der Praxis nur als der äußerste Rahmen aus und präzisiert wird dieses Gesetz dann eben zum Beispiel durch Dienstvereinbarungen. Gibt so es dann Verwaltungsanweisungen oder eben Dienstvereinbarungen in diesem Fall? Und da steht in diesem Fall für was diese Bodycam-Videos angeht wahrlich Erstaunliches drin. Das hat die Süddeutsche Zeitung in dieser Woche ausgegraben. Und dazu sagt Tobias Singelstein, Juraprofessor an der Universität in Bochum. Irritierend an der Dienstvereinbarung sind im Wesentlichen Drei Umstände. Erstens geht die Dienstvereinbarung unter dem Abschnitt Ziel und Gegenstand davon aus, dass der Einsatz von Bodycams eigentlich nur dem Zweck dient, Polizeibeamte vor Übergriffen zu schützen. Die umgekehrte Variante, dass Polizeibeamte sich selber unter Umständen strafbar verhalten, rechtswidrig verhalten, wird dort gar nicht mehr genannt, offensichtlich gar nicht als Möglichkeit gesehen. Jetzt könnte es ja auch sein, dass Bürger und Bürgerinnen diese Daten mal haben wollen, zum Beispiel weil sie sich falsch. Behandelt führen. Und was ist dann? Zweitens gibt es auch einen Passus, wie mit Auskunftsansprüchen und Herausgabeansprüchen durch Dritte umgegangen werden soll. Und in diesem Passus ist festgelegt, dass diese Ansprüche so restriktiv wie möglich beschieden werden sollten. Wortwörtlich heißt es nur, wenn dies aus rechtlichen Gründen zwingend ist. So. Ja. Mit also anderen Worten, könnte, könnte kommt ein Bürger, schwer werden, ne? das könnte wohl schwer werden, von außen an solche Aufnahmen zu kommen. Ähm, also jedenfalls wenn unterhalb der Schwelle einer Strafanzeige gegen Beamte scheint das nicht mehr möglich zu sein. Und wenn man also einfach nur sich an die Polizei wendet und sagt, also eure Beamte haben mich hier in irgendeiner Art und Weise problematisch behandelt, vielleicht ähm, ist es, muss es ja auch nicht immer gleich das Strafrecht sein. Ja, vielleicht haben die einfach nur gegen Dienstvorschriften ähm, verstoßen und vielleicht möchte man ja auch gar nicht, dass die bestraft werden. Vielleicht möchte man ja einfach nur, dass die mal eine Rüge bekommen, ja, oder dass der Vorgesetzte einfach mal mit denen redet und sagt, naja, das war ja vielleicht mal ein bisschen grob, das geht doch wohl ein bisschen anders. Ne? Also ich finde, es muss ja nicht immer gleich sei, das Strafrecht sein. Das wäre natürlich nicht mehr möglich, einfach weil die Bundespolizei in diese Dienstvorschriften ausdrücklich reingeschrieben hat, dass diese Daten nicht rausgegeben werden dürfen, es sei denn, wenn Rechtsvorschriften dazu zwingen. Und da kann man sich dann schon fragen, was die Bundespolizei wohl durch diese internen Regeln eigentlich bewirken möchte. Und das ist ein starkes Signal in die Institution Polizei hinein. Aber auch nach außen wird deutlich gemacht, eigentlich möchte man die Bodycam nur zum Nutzen der Polizei einsetzen, aber nicht zur Kontrolle. Und das ist ja auch deshalb interessant, weil die Bodycam ja eigentlich aus den USA kam kommt ja. und da aber eine ganz andere idee eigentlich verfolgen genau sollte. also ich wollte ganz kurz noch einmal einhaken bei dem stichwort nutzen für die polizei das finde ich ein interessantes äh, ein interessantes verständnis also nach meiner vorstellung wäre es ja im wohlverstandenen interesse der polizei dass die beamtinnen und beamten sich rechtskonform verhalten ja, muss man sich ja mal überlegen. Also ich finde, es ist für die Polizei eigentlich wohlverstanden überhaupt gerade kein Nachteil, wenn einzelne schwarze Schafe auch ausfindig gemacht werden können, man da mit denen reden kann oder sie in Extremfällen auch bestrafen kann oder wenn es ganz, ganz schlimm kommt, aus dem Dienst entfernen kann, ja. Also aus meiner Sicht sind, ähm, sind Beweismittel gegen die Polizei vielleicht für einzelne Beamte doof, aber jedenfalls per Saldo aus der, aus dem wohlverstandenen Interesse der Institution gerade kein Problem, denn natürlich möchte man als Polizei, hoffentlich jedenfalls, als Freund und Helfer okay. wahrgenommen werden und nicht als eine eine Truppe, wo auch mal einer zulangen kann. So, aber zu den USA. Die, da zu war den ja, USA. Genau, da ja. war, es eigentlich eine, war es eigentlich eine andere Idee. Da war es eigentlich aus dieser Bürgerrechtsbewegung. Ja, ganz oder genau. In den USA gab es ähm, eben oder gibt es bis heute, aber gab es eben auch schon seit langem eine breite Diskussion darüber, ähm, dass Beamtinnen und Beamte bei der Polizei sich dort nicht regelkonform verhalten, dass sie sich insbesondere gegenüber äh, Angehörigen von Minderheiten häufig diskriminierend verhalten. Und um äh, solches polizeiliches Fehlverhalten dokumentieren zu können, hat man dort in den USA eben Bodycams eingesetzt. Das heißt der Gedanke dahinter war ein völlig andere als in Deutschland. Ursprünglich entstand die Diskussion in den USA mal im Hinblick auf den Schutz der Bürgerrechte. Die Idee war also, dass man die Bodycam als Instrument einsetzt, um Polizei zu kontrollieren, um zu filmen, was Polizei macht, und um damit Beweismittel zu haben, auch zum Schutz der Bürgerrechte. Das war das vorrangige Ziel, was die Diskussion geprägt hat. Und in Deutschland hat sich die offensichtlich die Diskussion jetzt komplett umgedreht. Je weiter die Diskussion gekommen ist, desto stärker ist eigentlich der Aspekt Kontrolle polizeilicher Tätigkeit in den Hintergrund gerückt und die Dienstvereinbarung bei der Bundespolizei zeigt heute ganz deutlich, dass dieser Aspekt in der Praxis eigentlich gar nicht mehr gesehen wird und auch gar nicht mehr gewünscht wird. Ganz im Vordergrund steht der Schutz der Polizeibeamten und die Generierung von Beweismitteln. Der Schutz der Bürgerrechte wird nicht einmal mehr genannt. Und wie kommt es jetzt dazu, dass es das so gedreht hat? Ja, ich finde, das ist eine ganz interessante Diskussion. Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, es ist jetzt auch natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie jeder Polizeibeamte ständig über die Stränge schlägt. Ne? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht jetzt nicht darum, dass man filmen muss, weil die den ganzen Tag Straftaten begehen, sondern die Frage ist eher, was ist das quasi für eine Perspektive auf die Polizeiarbeit? Geht man pauschal davon aus, dass die immer alles richtig machen, Ja, was menschlich eher ungewöhnlich wäre, weil jeder Mensch Fehler macht? Oder geht man davon aus, dass die im Prinzip was richtig machen, nimmt aber trotzdem auf, was sie Tun, um dann im Einzelfall möglicherweise auch mal korrigierend eingreifen zu können. Ich glaube, der Hintergrund dafür ist, dass ähm, die Diskussion in, über Polizeigewalt in Deutschland bisher sehr einseitig äh, geführt wird. Es geht sehr häufig um Gewalt gegen Polizeibeamte, die ja auch ein großes Problem ist. Ähm, aber es geht eben fast nie darum, was ist denn eigentlich mit Beamten, die über die Stränge schlagen? Und wenn man dann sich mal mit Strafverteidigern darüber unterhält, die in dem Bereich tätig sind, dann weisen die darauf hin, dass es immer wieder dasselbe Problem gibt. Ja? Situation: Polizist rastet aus, warum auch immer, schlägt. Bürger. Dann geht der Bürger äh, zur Polizei und zeigt äh, den Beamten an. Daraufhin wird der Beamte immer, ja, also wenn man mit Verteidigern spricht, ist immer dasselbe, am nächsten Tag eine Gegenanzeige stellen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Und dann kommt es zum Prozess. Ja? Zwei getrennte Strafverfahren ein äh, und in beiden Strafverfahren, die, einmal gegen den Beamten, einmal gegen den Bürger, Hier sind immer die anderen Polizistinnen und Polizisten, die dann vor Ort waren, die Zeugen. Typischerweise auch die einzigen, nicht immer, aber häufig die einzigen Zeugen. Und dann, was dann passiert ist, den Schlag des Beamten hat kein Gesehen, den Widerstand haben alle gesehen. Folge: Der geschlagene Bürger wird verurteilt, der Polizist bleibt straflos und im Ergebnis ähm, kann man sich anschauen, gibt es so selten Verurteilungen von Beamtinnen und Beamten, dass man sich fragen kann, ob da nicht fast schon sowas wie ein rechtsfreier Raum entsteht. Ne? Also auch so, eine, so ein Strafverfahren wegen Körperverletzung im Amt ist natürlich irgendwie unangenehm, deswegen finde ich das mit dem rechtsfreien Raum ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so, eine Verurteilung ist extrem selten, also in ganz ein, zwei Prozent der Fälle nur. Das ist ja auch der Grund, warum Professor Singelnstein, den wir jetzt hier die eben gefragt haben nach den O-Tönen, gerade ein Forschungsprojekt gestartet hat über Polizeigewalt gefördert von der deutschen Forschungsgemeinschaft, weil das so ähm, quasi unterreflektiert ist oder untererforscht ist, dieses Gebiet. Und man muss eben sehen, dass im Vergleich zu der Situation in den USA es die Interessenverbände der Polizei in Deutschland geschafft haben, dass eben fast nur noch über Gewalt gegen Polizei diskutiert wird. Klar, ist ein Riesenproblem, will ich nicht kleinreden, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die Situation, dass Beamte über die Stränge schlagen. Ähm, und darüber redet im Grunde keiner. Ne? Also Gewalt gegen Beamte war jetzt gerade erst anders für eine Strafrechtsverschärfung. Jetzt gibt es eine obligatorische Freiheitsstrafe von drei Monaten, wenn man tätig wird gegenüber Verschreckungsbeamten. Ja? Vorher war das mal ein Straftatbestand, der milder war als Nötigung. Ja? Widerstand gegen Verschreckungsbeamte ist eine Privilegierung. Da werden also die Bürgerinnen und Bürger milder bestraft, weil man halt sagt oder sagte früher, ähm, Profis müssen damit umgehen, wenn Bürger in so einer Stresssituation mit der Polizei mal so ein bisschen austicken. Heute ist sie sich zum bisschen anders. Der 114 StGB ähm, ist eben eine Verschärfung, gerade bei tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte. Und wie gesagt, da sieht man sehr schön, diese Diskussion äh, hat, sich einfach, hat sich einfach gedreht. Es geht nicht mehr um die Frage, wie kann man darum, ähm, darum, sich darum kümmern, dass die Polizei sich rechtmäßig verhält, sondern es geht nur noch darum, wie kann man die Beamten schützen. Wir haben als nächstes ein Thema, auf das uns ein Hörer aufmerksam gemacht hat. Das waberte schon so ein bisschen länger bei uns rum, aber diese Woche, glaube ich, war das, oder letzte Woche kam halt mal eine Mail mit einem ganz guten Hinweis. Und zwar haben wir ja oft über soziale Netzwerke gesprochen und auch gefährliches Potenzial, insbesondere diese Echo-Kammern, Filterblasen, die sich da so entwickeln und ebenso virtuelle Räume, wo es überhaupt keinen Widerstand mehr gibt und Gefahr der Radikalisierung etc. pp, das haben wir oft gemacht und das war Sagen wir, mal, sagen wir mal, lange lebten diese Räume davon, dass sie eben offen waren, mhm. ja, dass man Facebook-Gruppen zum Beispiel oder auf Facebook insgesamt sich ausgetauscht hat. Aber das hat ja immer eine gewisse, ein gewisses Risiko, wenn es dabei um sagen wir mal rechte oder rassistische oder extreme Äußerungen ging. Ne, da lief man ja immer Gefahr, dass man irgendwie angeklagt wird, dass es in Strafverfolgung geht, wegen Beleidigung oder sowas. Klar, ne? also in, wir wissen alle, Strafverfolgung im, in, Verfolgung im Internet ist ein heikles Thema, weil das bei weitem nicht so effizient funktioniert, wie man sich das häufig wünschen würde, aber grundsätzlich ist es schon so, dass es da eine ganze Reihe von Straftatbeständen gibt, die grundsätzlich in Betracht kommen. Beleidigung und Bedrohung zum Beispiel, aber auch Volksverhetzung oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, also keine Ahnung, das Hakenkreuz, ne, okay. dass man irgendwie öffentlich zeigt. Ähm, das heißt also, wer in einem öffentlich Zugänglichen Cyberspace ja irgendein Fehlverhalten dieser Art zeigt, der muss grundsätzlich mal damit rechnen, dass das Konsequenzen hat und deswegen gibt es kann man sich vorstellen einen immer stärkeren Trend hin zu geschlossenen Gruppen, ja, genau. dass sich eben solche solche Gruppen nicht mehr auf Facebook offen tummeln, sondern zum Beispiel in WhatsApp Gruppen. Genau geschlossen, verschlüsselt, eigentlich okay, weil schütz Privatfähre verschlüsselung ist ganz prima, aber es gibt eben auch äh, insofern das Problem ähm, und da kommt unser Hörer ins Spiel, dass sich halt in diesen geschlossenen Gruppen offensichtlich immer mehr, Gefühl zumindest, aber doch, sagen wir mal, äh, sich Radikale versammeln. Bei ihm war das so, da hat ihn ein Freund in so einer WhatsApp-Gruppe äh, eingeladen und das war irgendwie auch am Anfang ganz lustig, aber dann wurde es halt Immer extremer. Und dann mehr AfD und so Pegida, ja, auch so gekennzeichnet als AfD Pegida, viel anti-linke Sachen, anti-grüne Sachen. Ja, und dann ging es so schrittweise über in, in was ich jetzt als nazi-verherrlichend beschreiben würde, oder so richtig abscheuliche, widerliche Inhalte. Und über drei, vier Monate war das so ein langsamer Prozess. Wo es immer extremer wurde. Ja, er schreibt also, da wurde dann offen zum Mord gegen Migranten aufgerufen, ne, mit Bildern hinterlegt, die das auch veranschaulicht haben. Ne. Es wurden Hitlerreden und Gesänge, äh, sag mal, in den Kontext heutiger Zeit gesetzt. Ne. Also er sagt, es wurde immer krasser und rechter, so dass es einen den Magen umdreht. Ja. Und ich meine, das ist ja ein Effekt, der jetzt als solches nicht völlig neu ist. Den ja. kann man ja auch in öffentlichen äh, Facebook-Foren mitunter äh, bemerken. Das ist so äh, dieser Trend zur Radikalisierung durch die berühmten äh, Echo-Blasen oder Filter. Kann man, ne? Wenn man halt einfach auf Facebook immer wieder Inhalte in einer bestimmten Richtung liked, ähm, dann bekommt man irgendwann vorrangig solche Inhalte angezeigt. Dann lebt man irgendwann in der Illusion, dass alle Menschen irgendwie so ein bisschen so drauf sind wie man selber. Das heißt also, das ist ein grundsätzliches Problem bei sozialen Netzwerken, die Content priorisieren müssen, ne? die also bestimmte Inhalte anzeigen oder jedenfalls vermehrt anzeigen, von denen sie glauben, dass man die irgendwie gut findet. Ähm, da gibt es immer so, ein so eine Tendenz dazu, dass sich äh, bestimmte Auffassungen radikalisieren, aber äh, was der Hörer hier dargelegt hat, ähm, das fand ich schon schockierend, denn offensichtlich ist es ja so, dass es geschlossene Gruppen gibt, wo sich dieser Effekt noch deutlich verstärkt. Genau, und das war ja jetzt auch zum Beispiel letztens Beispiel hier aus Frankreich, ähm, Ligue de Lo wie? hießen die mal? Ligue du Loll. Ligue du Loll, genau. die, ne? Also, muss, was war das? Genau, das ist auch ganz interessant, äh, weil es eben auch in diesen geschlossenen Gruppen nicht immer nur um Nazis geht. Deswegen bringen wir dieses Beispiel, das ein Beispiel ist für eine weitere geschlossene Gruppe, aber auch ein Stück weit ein Gegenbeispiel äh, gegen dieses Missverständnis, dass es immer nur Nazis sind. Ähm, die Ligue du Loll war im Grunde so eine Art Facebook-Club für Frauenhass, ja? Eine 2009 gegründete geschlossene Facebook-Gruppe. Und das äh, Bizarre ist, dass sich in dieser Gruppe gerade Frankreichs Digitalpioniere sammelten, ja? also so über 35 Männer, ganz genau weiß man es nicht. Und häufig waren es Menschen, die irgendwo in Medien gearbeitet haben, die so in französischen Medien Karriere so Werber, gemacht haben. Digitalberater. Werber, Digitalberater, Journalisten, sogar Podcaster, unfassbarerweise. Irgendwie junge, gebildete Intellektuelle aus Paris, tendenziell politisch eigentlich eher irgendwie linksliberal. Und diese Leute schickten sich aber dann links und Fotos von Leuten, die sie peinlich, dumm oder zu dick fanden, ja? Und haben teilweise sogar direkt gezielte Attacken äh, gegen Frauen koordiniert. Ja? haben irgendwie ähm, Fake-Anzeigen mit den Telefonnummern von Frauen geschaltet, sodass sie dann eben quasi Telefonterror aus dem Internet bekamen, ähm, Fake-Bewerbungsgespräche mit denen geführt, die mitgeschnitten und dann ins äh, Internet gestellt, um deren Arbeitgeber gegen diese Frauen aufzubringen und so. Also wirklich eine ganze Reihe von, von fiesen Psychoaktionen, die in dieser geheimgruppe koordiniert wurden, und das ist jetzt auch vor einer Weile aufgeflogen, aber die waren fast zehn Jahre lang äh, aktiv. So, und werden. die Frage ist halt, was soll man machen? Das hat der Hörer auch gefragt, was soll man machen, wenn man in so einer Gruppe ist. Oder wie radikalisiert? Wie soll man da reagieren? Genau, denn diese Radikalisierung muss schon krass sein. Also der Gründer dieser französischen Gruppe ähm, hat sich jetzt, nachdem das alles hochgepoppt ist, auch schuldig bekannt äh, und hat das auf, den, auf die Formel gebracht. Ich habe ein Monster geschaffen. Ja? Das heißt also, selbst der Gründer hatte irgendwann das Gefühl, das ist hier völlig außer Kontrolle geraten. Das heißt also, so, gerade solche geschlossenen Gruppen scheinen auch eine enorme Eigendynamik zu, äh, zu entwickeln. Die sind schon gefährlich. Und dann ist eben die Frage, was macht man damit? Genau, das habe ich den Hörer auch gefragt. Ja, das ist super schwierig. Das Hauptding ist, ist das illegal? Kann ich damit zur Polizei? Lachen die einen dann eher aus? Oder ist, also man weiß ja nicht, man kann es ja sehr schwierig einschätzen, was ist jetzt polizeiwürdig quasi. Außerdem hat die Polizei ja auch so einen Ruf, man, man weiß es halt nicht. Ne? Dann postet man eine Gegenreaktion, ist natürlich super schwierig, wenn man die Leute nicht kennt. Man müsste sich ja mit den Leuten beschäftigen und länger mit den Leuten irgendwie reden. Meinen die das ernst? Warum posten die sowas, was natürlich in so einer WhatsApp-Gruppe überhaupt nicht geht? Aber man muss natürlich irgendwie Kontra geben. Ne? Man muss natürlich irgendwie sagen, das geht nicht. Nur wie ist natürlich super schwierig. So, also wie ist denn jetzt die die Rechtslage in so, von von so von solchen Inhalten in geschlossenen Gruppen? Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Wir haben da so ein bisschen nachgeschaut, was da alles in Betracht kommt. Also Beleidigung und Bedrohung äh, erstmal nicht, denn die möglichen Opfer sind ja typischerweise gerade nicht Mitglied in diesen Gruppen. Ne? Wenn sich da jetzt eben zum Beispiel so ein Nazi-Chat radikalisiert, dann sind da im Zweifel natürlich keine, keine, dabei, keine ja. Menschen mit Migrationshintergrund drin, die beleidigt oder bedroht werden können. Ähm, dann könnte man eben denken an das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, aber da sieht man genau wie gleich bei der Volksverhetzung auch, kommen wir gleich noch dazu. Das große Problem, dass diese Straftatbestände alle aus der Zeit vor dem Internet stammen und alle noch so die Vorstellung haben, gefährlich ist nur, was, was man öffentlich, öffentlich macht. Ja. Zum Beispiel Paragraph 86a, das Verwenden von Kennzeichen versteht oder stellt das Verbreiten unter Strafe und Verbreiten ist die mit einer körperlichen Weitergabe einer Schrift verbundene Tätigkeit die darauf gerichtet ist, die Schrift ihrer Substanz nach einem größeren Personenkreis zugänglich zu machen. Ja, da, da stellt man sich den Nazi vor, der irgendwas auf dem Schulhof verteilt, ja, oder in der Innenstadt irgendwelche Flugblätter verteilt. Und dieser Personenkreis muss dann auch noch nach Zahl und Individualität so groß sein, dass er für den Täter nicht mehr kontrollierbar ist. Und da muss man sagen, das ist nicht der Fall. Man weiß ja im Prinzip, wer in so einer Gruppe drin ist. Also bei WhatsApp gibt es, glaube ich, eine Obergrenze von 250 Menschen. Das ist einfach nicht Öffentlichkeit. Ne? Und ähm, öffentlich verwenden ist es eben auch auch nicht, ähm, denn ähm, öffentlich in einer Versammlung oder in von ihm verbreiteten Schriften verwenden wäre noch eine äh, Tatbestandsvariante. Ähm ja, verwenden, im Zeichen wahrnehmbar machen. Ja, man schreibt das ja in diesen Chat rein. Aber es ist halt keine Versammlung, Ja, wenn so. das ist was rein virtuell ist. Und da würde ich denken, da ist dann die strafrechtliche Wortlautgrenze äh, aktiviert. Also man kann ja einen Straftatbestand immer nur bis <laughs> zur Grenze des möglichen Wortsinns ähm, auslegen und eine ein, ein Online-Chat ist keine Versammlung. Die strafrechtliche Wortlautgrenze ist aktiviert. Ja, die Wortlautgrenze. Da müssen wir aufpassen. Ja, das ist, das ist, ja, das ist, also das ist für den Strafrechter da geht es da jetzt so richtig ganz Eingemachte, für Ich schon. Ja, weil ähm, die Wortlautgrenze ist das, was was man dann so schlau als... Einige. Ja, die als, Wortlautgrenze. Als nulla pöna sine lege previa beschreibt. Also man kann nichts unter Strafe stellen, was nicht schon strafbar war ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Täter gehandelt hat. Das heißt, man kann also nicht hinterher hinkommen und sagen, hier, ähm, in dem Strafgesetz steht zwar Versammlung, ja, aber wir legen das jetzt einfach mal so aus, dass ein Online-Chat eine Versammlung ist. Und das, das geht einfach über den denkbaren Wortlaut von Versammlung hinaus. Ah, funktioniert das nicht. Aber wie ist es denn mit Volksverhetzung? Also das haben wir ja auch schon gesehen ja. äh, bei Facebook häufig, was hier geäußert wurde, klingt auch nach Volksverhetzung. Ja. Wie ist das? Ja, fest, äh, weil es geht ja immer darum, wenn man in so einer Gruppe ist, man sieht das, was kann man machen. War ja auch die Frage ja. des Hörers, kann ich zur Polizei gehen? Genau. Äh, ab wann also, kann ich zur Polizei? Wie gesagt, gehen? verwenden von Kennzeichen in so einem geschlossenen Chat ganz schwierig, äh, aber wie gesagt, Volksverhetzung könnte noch in Betracht kommen. Aber das ist leider auch ein rechtlich extrem komplexer Straftatbestand. Ähm, denn Meinungen sind als solche nicht verboten. Ja, also Meinungen darf man haben, auch die absurdesten Meinungen. Krass formuliert, man darf sogar Hitler-Fan sein und man darf das auch sagen. Ja? Man darf da natürlich nicht anfangen, zum Beispiel ähm, die die, die Verbrechen des Naziregimes zu verherrlichen oder zu leugnen, das darf man dann wieder nicht mehr. Aber im Prinzip äh, darf man eben eine Menge äh, denken und auch sagen, verboten sind, und das ist der Witz bei der Volksverhetzung, eigentlich nicht die Äußerungen, ja, da knüpft man zwar dran an, aber es geht eigentlich nicht um die Äußerungen, sondern es geht um die Effekte, die bestimmte Äußerungen auf die Menschen in Deutschland haben können. Und da ähm, kommt jetzt wieder das Problem ins Spiel, dass es immer um die Öffentlichkeit. Also zum Beispiel in Absatz 1 dieses Paragraphen 130 des Strafgesetzbuchs heißt es so schön in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, darf man bestimmte Dinge nicht sagen. Da geht es also immer um die Wirkung auf die Öffentlichkeit. Und da muss man sagen, eine geschlossene Gruppe ist einfach nicht das Forum, um den öffentlichen Frieden zu stören. Das heißt, da kommt man dann schon wieder an Grenzen. Wir haben eigentlich jetzt beim, beim längeren Nachdenken vor allem ein kleines Detail gefunden im Volksverhetzungsparagraphen, wo dann möglicherweise eine Strafbarkeit in Betracht kommen könnte. Denn in Absatz 2 Nummer 2 ist immerhin schon mal das Internet quasi an angekommen im Strafgesetzbuch. Da heißt es nämlich, ähm, da wird unter Strafe gestellt, wer bestimmt einen bestimmten Inhalt mittels Telemedien, wow, einer Person unter 18 Jahren oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. das ist, der, das ist die eine Stelle, wo ähm quasi die, die Gefährdung einer Person unter 18 Jahren mit der, mit der Einwirkung auf die Öffentlichkeit gleichgestellt wird. Und das ist so der Moment, wo man sagen kann, da könnte man anknüpfen, nur ähm, da stellen sich natürlich weitere Probleme. Also nicht alle Chats werden Minderjährige zu ihren Mitgliedern haben. Und dann müssen das natürlich auch die anderen wissen. Ja, also insbesondere der Täter muss das wissen, weil er sonst nicht vorsätzlich handelt. Ähm, und insofern glaube ich, äh, wird auch der Volksverhetzungsparagraf in aller Regel in diesen Fällen versagen. Das heißt also, da ähm, haben wir rechtlich ein großes Problem, solche geschlossenen Gruppen, sofern sie nicht mit der Öffentlichkeit gleichzusetzen sind, weil sie irgendwie Zehntausende von Mitgliedern haben, ähm, strafrechtlich adäquat zu behandeln? Genau. Also, das heißt, da kann man wenig machen, wenn man in so einer Gruppe ist. Das macht das, das Problem ist umso größer, weil das zum Beispiel, also glaube ich auch, der Trend gerade in sozialen Medien ist, dass vieles ins Private abwandert. Das sagt auch Martin Fehrensen. Der ist Autor dieses Social Media Briefing. Das ist so ein rechtslebenswerter Newsletter, den ich auch abonniert habe. Und der sagt zu diesem Dark Social genannten Phänomen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn sich ähm, 300 Leute in einer Facebook-Gruppe ähm, zusammenschließen und wirklich jeden Tag an diesem Thema reiben, dass das am Ende des Tages mehr Gewicht hat, als wenn so eine Seite 30.000 Fans hat, wo dann halt immer mal wieder irgendwer von diesen Fans erreicht wird und vielleicht mal ist mal so wie so eine kleine Nadelstiche sind. Ich habe das Gefühl, diese, diese Facebook-Gruppen. Das sind wirklich mehr so Keimzellen von politischen Ideen. Und ähm, dadurch, dass es wirklich so. Ja, in so im, im Verborgenen passiert und man halt nicht so richtig erkennen kann, wer sich dort alles zusammenschließt und auch wie organisiert diese Gruppen teilweise sind, sehe ich das als, als riesengroße Herausforderung an. Also du kannst wenig machen, wenn du drin bist, aber du kannst auch in der Gesellschaft nicht reingucken und sehen, oh, da versammeln sich tausend Nazis. Was machen wir denn da? Und er sagt, Facebook setzt momentan vor allem darauf, also diese problematischen Inhalte insofern zu ordnen, als dass sich Leute aus diesen Gruppen bei Facebook melden. Mhm. Was natürlich jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Ist das, wenn du in so einer Gruppe drin bist, dass du da machst, Facebook, bitte hilf mal. Ja. Äh, wir wissen, dass das wenig hilft in aller Regel. Eine, Und, eine Frage ganz kurz: ja. Haben wir den Martin Fehersen schon vorgestellt? Ja, ja habe okay. ich okay, äh, Martin Fehrens vom Social Media ah, äh, Briefing äh, Newsletter. Wunderbar. Und ähm, er sagt, ja, wie gesagt, Facebooks Strategie ist. Da ein bisschen unzureichend. Bei Facebook, ne? meinte, die würden das natürlich niemals zugeben, aber ich wette, die sind heilfroh, dass das sozusagen jetzt hinter geschlossenen Türen passiert und nicht mehr irgendwie so sichtbar auf den Facebook-Pages, wo jeder Journalist, der sich nicht, noch nicht mal drei Wochen mit Facebook auseinandergesetzt hat, hingehen kann und einen Screenshot machen kann und sagen kann, was ist das denn? Und das jetzt sozusagen da wirklich im Verborgenen passiert und ihnen somit halt irgendwie erstmal Zeit verschafft und nicht so direkt um die Ohren fliegt. Was also, machen wir jetzt, Philipp? Ja, machen wir jetzt. Also, Facebook dicht mal das ist das Einzige, was mir einfällt. Es sei denn, wir könnten noch irgendwie, ich weiß nicht, auch Gesetze verschärfen. Ja, ich glaube ja ehrlich gesagt, Facebook zu machen, fällt, ja, fällt, Genau, wir fordern eigentlich immer mehr Strafrecht. Nein, aber ähm, also ich glaube, die Plattformen zuzumachen, ist äh, wahrscheinlich weniger die Lösung, denn es finden sich dann immer neue Plattformen. Ja. Also man wird, man wird ja nie an den Punkt kommen, wo es keine Messenger mehr gibt äh, und keine sozialen Netzwerke. Also ich glaube, wir müssen uns ähm, Gedanken darüber machen, wie verhalten sich Menschen auf diesen Plattformen. Ich denke mal, ähm, grundsätzlich wäre es gut, ähm, diese Radikalisierungseffekte in den Filterblasen aufzubrechen durch Gegenrede. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ich denke, da ist äh, einfach auch jeder Einzelne gefordert, der in diesen Gruppenmitglied ist. Vielleicht ähm, ist ja auch nicht jeder unter seinem Klarnamen da registriert. Ne? Das hängt natürlich ein bisschen von der P Gruppenpolicy ab, äh, wie konspirativ die vorgehen. Aber wenn man da jetzt nicht unter Klarnamen drin ist, kann man ja möglicherweise auch mal ein bisschen trollen. Ähm, auf der anderen Seite fliegt man dann vielleicht raus. Also ich will da jetzt nicht so tun, als könnte man diese Gruppen durch Gegenrede in der Gruppe platt machen, aber möglicherweise ähm, vielleicht doch dem Ganzen so ein bisschen die Spitze nehmen. Ansonsten der ich denke ich, muss mal gesellschaftlich darüber nachdenken, ob möglicherweise nicht tatsächlich insbesondere der Volksverhetzungsparagraf zu eng ist. Wie gesagt, der geht immer so von diesem klassischen Bild aus, dass, dass Äußerungen gegen zum Beispiel Gruppen, ja, die sich religiös oder ethnisch definieren lassen, dass die nur dann eine Gefahr sind, wenn sie den öffentlichen Frieden stören. Das ist immer so diese Idee der Einwirkung auf die Öffentlichkeit. Ich glaube aber, dass das einfach vorbeigeht an der Realität in sozialen Netzwerken und dass das insbesondere diese Filterblasen echt. Effekte mit dieser extremen Radikalisierung mangels Gegenrede völlig aus dem Blick verliert. Und wahrscheinlich ist es wesentlich gefährlicher, wenn sich in solchen Gruppen was radikalisiert und dann eben im zweiten Schritt auch Menschen zur Tat schreiten. Da gibt es inzwischen Untersuchungen, dass man das sogar nachweisen kann, dass solche Filterblasen auch dazu führen, dass Menschen tatsächlich Straftaten begehen. Ja, das. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Gesetzgeber hat das noch nicht mitgeschnitten. Ähm, ich sehe auf der anderen Seite die große Gefahr. Ähm, wie definiere ich dann das, was wirklich gefährlich ist? Ne? wir haben ja schon eingangs gesagt, einfach nur eine Äußerung zu kriegen, Kriminalisieren ist schwierig. Es muss immer gehen um die Gefahren, die das mit sich bringt. Insofern habe ich da jetzt auch nicht die, wie soll ich sagen, die ultimative Lösung parat. Aber ich glaube, der Volksverhetzungsparagraf könnte an dieser Stelle mal ein Update vertragen, der die Gefahren durch Radikalisierung in solchen, in solchen geschlossenen Gruppen zu adressieren versucht. Wir haben uns das wichtigste Thema zum für, für den Schluss aufgehoben? Apropos Gefahrenabwehr. Apropos Gefahrenabwehr. Ich habe vor, fällt mir da ein. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Interview gemacht mit einer Wolfsforscherin. Ist das so? Ja. Und das war was total Exotisches. Die hat, ich dachte, eine Wolfsforscherin. Sie so, ja, ja. Das klingt so wie um Da so. kommt, ja. da kommen da kommen, so, da kommen, so, ganz da exotisch. kommen die Wölfe aus dem Osten. Die kommen nach Deutschland. Die Wölfe mit Migrationshintergrund. Genau. Furchtbar. Da bin ich auch hellhörig geworden und habe gedacht: Oh, oh, wenn das nicht mal ein Problem wird. Ja. Ne? So. Und heute sind sie da. Die Wolfskrise ist die da. Die Wolfskrise. Ja. Heute haben wir die Wölfe da. Wir haben so 73 Quietsch Rudel, Rudel in Deutschland. Rudel in Deutschland. Wolfs Großfamilien. Wolfs Großfamilien so Sa Sachsen, Sachsen-Anhalt. <laughs> ja. Ja. Die w Großfamilien aus Jeder, Norden. jeder gute ja. Witz. Setzt auf Ressentiments <laughs> und Vorurteile auf. Da habt ihr es. Quod erat demonstrandum. Da ist er, so. der Ulf. Cool der. Idee. Und wir haben so, je nach Schätzung, Jäger sagen mehr, Umweltschützer ein bisschen weniger, Sieben bis 800 Tiere so in Deutschland. Ne? Wie mhm. gesagt, eher so Ostdeutschland nach Niedersachsen. So das sind Sachsen Großfamilien, Philipp. Absolut. Ja, zehn haben, zehn die, bis 15. Die haben, 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 großen, haben großen Radius. Und ähm, da ist es jetzt also, so, dass ich natürlich, wenn die Wölfe kommen, was passiert als nächstes? Deutschland, Deutschland gründet eine Behörde. Ach so. Ja. In diesem Fall. Das Wolfsamt. In diesem Fall die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, kurz DBBW. Die gibt es wirklich. Gibt es auch dbbw.de? Hast du schon gegoogelt? Ja, äh, die, die haben eine Webseite, ob, ob das dbbw.de ist? Nee, bunt. wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Okay, finden jedenfalls, wir Jedenfalls, die sind also mit dieser großen Herausforderung konfrontiert, Informationen und Beratungsleistung zur Verfügung zu stellen. Und die gucken natürlich auch, was machen denn die Wölfe hier? Mhm. Und die erstellen also unter anderem, wie Können das hier. Das hier gute. Das ist die gute Frage. Ja? Ja? Ich finde, da müssen auch die Wölfe. Ja, müssen, ja? Ihren müssen ihren Beitrag leisten. Ja? Beitrag leisten. Nicht nur der Hund, ja. <laughs> Nicht nur die Einheimischen. Kaniden. So. Ja. Also, so. das ist mir auch ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn man sich mal diese Schadensbilanz ansieht. Denn was macht eine gute Behörde einmal im Jahr? Schadensbilanz. Schadensbilanz. So auch die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Der aktuelle Bericht ist noch nicht raus. Für 2017 weiß man, es gab 472 dokumentierte Vorfälle. Ich übersetze das mal mit Angriffe. Ja. Ja, das sind 66 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt reden wir hier über 1.667 tote Tiere. In alle, nee, nicht nur, Moment. Tote, verletzte und vermisste Tiere, vor allem Schafe. okay. Ja, das sind 55 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit anderen, mit anderen Worten, der Bundesverband der Schafe protestiert auf das Schärfste. Wir hatten bisher noch keine Menschenopfer. Nicht, nein. Ähm, Aber es ist eine Frage der Zeit. Wahrscheinlich. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Klar, in Deutschland, erste Maßnahme: Problemwölfe abschießen. Haben wir zweimal gemacht. Ja, den, der erste, den kennen wir nur unter seinem Codenamen GW717M. <laughs> Dem zweiten, nee, das war der, Entschuldigung, das war der zweite. Der erste hieß noch Kurti. Kurti. Aber das, das klang irgendwie zu süß. Ja, da, das ist ja auch nicht. Da, das, 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 das eignet ja, das sich nicht, Problem um ihn, ist ja, zu mobilisieren. Nein. das Problem ist ja, wenn du jemanden erschießt, der Kurti heißt. Ja. ja. Oder, Oder hast du ja du hast ja, der bist ja der böse alle gegen dich. Das geht ja gar ja. nicht. Nee, nee, aber nee. wenn du jemanden erschießt, der GW717M heißt und der dann noch 40 Tiere auf dem Gewissen hat. Ja, 40 ja. Tiere. Ja. ein quasi, quasi GW sonst was der Ripper. Ja, da, da, muss, da muss was getan werden. So. Ja. Also, bisher wurden diese Problemwölfe abgeschossen, zwei. Wir haben aber die Schadensbilanz der Beratungsstelle zum Thema Wolf gehört. Da müssen natürlich die Politiker irgendwie auflaufen. Das tun sie auch in Person der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU und Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Und die haben jetzt zwei relativ konträre Positionen. Klöckner sagt mehr oder weniger, ja, wir müssen sie zum Abschluss freigeben, um sozusagen den Bestand zu regulieren. Ja. Und Svenja Schulze von der SPD sagt, ja, nee, wir wollen erstmal das Naturschutzgesetz ändern. Um, das wird die Juristen erfreuen. Sie möchte, dass nur besonders auffällige Wölfe geschossen werden. Ja. Ähm, mhm. Oder nur dann geschossen wird, wenn der Wolf Elektrozaune überwindet. Mhm. Ja? also quasi äh, Stalleinbrüche verlaufen, dann und, wird der Spaß auch. Und ja. er muss der Abschuss darf erst passieren bei ernsthaften landwirtschaftlichen Schäden. Heute muss der Schaden erheblich sein. Okay. Ja? Also erheblich oder ernst. Okay. Ja, ne? jetzt, also jetzt erhebliche jetzt Schäden. Nicht. Das haben ja. die Gerichte natürlich auch. Die ganzen Wolfsgerichte haben das durch. Da ist der erhebliche Schaden ist wenn jemand die Existenz bedroht ist, das ist ein erheblicher Schaden. Und wenn man natürlich von, einem ernsthaften, auf das man ja, von okay. einem ernsthaften, wenn man nur von einem ernsthaften landwirtschaftlichen Schaden ausgeht, dann ist das nicht so ernsthaft, denn ne, also es ist ja ernsthaft, aber es ist nicht die Existenz bedroht. Also es ja. geht darum, die Hürde zu senken, um diese Wölfe abzuschießen. Und wohlgemerkt, es geht bei Existenzbedrohung um den Landwirt, nicht um das Schaf. Ja? Absolut. Ja. Die sind uns egal. Ja, und das bei dem Schaf ist das eh existenzbedrohend. Egal. Ja, jeder ja. Angriff, vermutlich. Aber gut, jetzt da können ist, den, jetzt kommen genau. wir Sie empfinden wahrscheinlich ja. ihren, genau. Gut, gut, sparen wir uns den Witz. Die Naturschützer sagen, äh, und auch die äh, Beratungsstelle äh, DWW Wolf, DBBW sagt, Abschuss bringt erstmal nicht so richtig viel, wenn überhaupt nur kurzfristig. Es müssten erstmal der Herdenschutz, Herdenschutz ausgebaut werden. Ja, also es würde überall. Und zwar da, für die Schafsherden, nicht für die Wolfsherden. Nicht für die Wolfsherden, ja. für die Wolfsherden. Ja. Ja. Sondern für die Schafsherden, Zäune aufgestellt, Herdenhunde, denn die großen Opfer gäbe es immer da, wo der Wolf zum ersten Mal auftaucht. Sprich unvorbereitete, unvorbereitete naive naive Attacke, deutsche Schafe. Ja, okay. Genau. Also wo die, wo die Herden und die Hirten noch nicht darauf eingestellt sind, dass da Wölfe rumlaufen, da haben die halt ihren Bastzaun stehen und da springt der Wolf einfach rüber. Jetzt sagen die Jäger auch da, wo diese Elektrozäune sind, springt der Wolf rüber, weil der Wolf ist schlau. Deswegen ist also der Streit entbrannt. Mal, wir brauchen eine Mauer, völlig klar. Wir brauchen eine Mauer. Build the wall. Ja. Was gegen Mexikaner hilft, kann gegen den Wolf nicht falsch sein. Aber, aber, und das ist, das kann ich nur unterschreiben: äh, alle sagen und sind sich völlig einig, auf keinen Fall füttern. Nicht. Nicht. Ich weiß das aus Äthiopien, wo ich äh, Affen begegnet bin. Ja. Und überall stand das Schild: nicht füttern. Weil, Weil die sonst irgendwie denken: oh, Mensch ist eine Nahrungsquelle. Das und wenn der mir nichts gibt, dann hole ich mir das. Und die Affen in Äthiopien können sehr aggressiv werden, aber da sie niemand füttert, waren sie ganz handsam und haben ihr Gras gegessen. Okay. Und ich glaube, so ist das mit den Wölfen auch. Die Biologen werden in die Tischkante beißen, aber ich glaube, so ist es. Ja? <laughs> Sage ich jetzt einfach mal so. Okay. Ich glaube, ich schließe mich, also wir haben ja immer am Ende eine Position der Lage ja. und die Position, unsere Forderung lautet, erst muss der Herdenschutz genau. ausgebaut werden, bevor wir die Wölfe ans Gewehr liefern. Mit anderen Worten, wir wollen verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen. Genau. Der, Rest, sehr der Rest ist Panikmache. Ja? Und wir können das jetzt ja mal auch testen mit einer Umfrage. Wer von euch hier im Saal hat schon mal einen Wolf in die Augen geblickt? Ups. Ups. Oh, zwei ich Hände. Zähle sich. Ein, was? Zwei? Drei? Oh. Ja, doch, sind drei also Hände. In freier drei, vier. So, so zählt nicht. Ich will keine ja. Zumeldung. Okay. Und keine verwilderten Schäferhunde. Wir wollen nur echte Wölfe. Und auch keine Schäfer. Weil die sind befangen. Die sind, die sind von Berufswegen befangen. Genau. befangen. Ein Schäfer, der schon mal einen Wolf in die Augen geblickt hat, den zählt nicht. Den zählt. Okay, also Und Wie, wie war es? Spannend. <laughs> okay. okay. Also, meine Mutter hat schon mal einen Wolf in die Augen geblickt. Wir wussten also wenigstens wird die Trefferquote 1-1. Ein, ja, das genau. war klar. Und meine Mutter ist heute Abend hier. Insofern würde ich sagen. Alles cool. Genau. Die Mama von Philipp hat's gut überstanden. Das ist doch schön. So. Das äh, würde ich sagen, äh, war der Ausgang, das war das Ende. Wir haben die Lage der Nation ausführlich und abschließend beurteilt. Und auch und die, die der Lage Wölfe der Wölfe, ja. absolut. Die, Wölfe, die Situation der Wölfe ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Bei den ja. Schafen fragen wir noch nach. Da liefern wir ein Update. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie da wart. Wir haben noch ein paar Programmhintergrundsätze. Genau, für für euch. bevor wir, bevor wir bevor ihr an alle in, in den verdienten Applaus ausbrecht. Also, wir waren. Äh, für äh, euch, für <laughs> das super Publikum. Ähm. Äh, Programmhinweis: Wir waren bei Böme, ein paar abends mitgekriegt. Den Link packen wir in die Shownotes. Wir danken. Genau. Bei Neo Magazin Royal kann man das nachgucken. Genau. Kleiner Tipp: Wir fanden am allerschönsten eigentlich den sogenannten Web Teaser. Es gibt bei, bei Neo habe ich bei dieser Gelegenheit gelernt, ähm, gibt es immer eine Art Werbespot im Internet, mit dem das die Redaktion die Sendung abends anteasert. Und das ist eigentlich der schönste Teil. Damit ihr den nicht verpasst, packen wir das in die Shownotes. So, wir danken you hier, ja. hier für unseren Livestream, für die Abonnenten und das WLAN gesorgt haben. Genau. Und äh, genau. Jetzt Jetzt müsst ihr die Zuschauer fragen, könnt ihr schicken an teamatlagerternation.org. Oh, e da sind schon einige gekommen. Philipp. Einige, das reicht für Na, äh, genau. drei bis vier checkt Abende. checkt doch mal rein. Das ja. gibt es sozusagen für die Abonnenten als Plus-Show und für die Leute hier im Saal sowieso for free. Ähm, hier noch die Ankündigung: nach der Show machen wir die Aftershow im Restaurant. E Euer Pfand bitte bei der mobilen Bar im Flur abgeben, da kann man nur Pfand abgeben, aber das dann bitte auch machen. Danach halt ins Restaurant. Genau, das ist diese Bar unten, quasi mit Blick auf die Spree. Freuen wir uns sehr, da gehen wir natürlich auch hin, trinken noch ein Bierchen und freuen genau. uns sehr, euch zu sehen. In diesem Sinne, Ende der offiziellen Show. Danke, genau. dass ihr da wart, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Herzlichen Dank. Ja. So, das habt ihr gut so, gemacht. Jetzt so. gibt es die Aftershow. Für so, die, genau. jetzt kommen die, Im Wesentlichen kommen jetzt die Fragen. Ne? Das ist ja unser schönster Teil. Es gibt jetzt die Aftershow mit den Fragen mhm. äh, und danach gibt es halt noch einen Nerd-Test. Äh, für den hat euch Martin schon vorbereitet. Ähm, da kommen wir aber gleich dazu. Ähm, so, was haben wir denn hier so schönes im Angebot? Ähm, also wo kriegt man die nationen sticker her? Die verteilen wir häufig so, aber ich glaube, wir haben heute Merch dabei. Nein, nee, heute nicht. Also ich würde mal sagen, wer sich dafür interessiert können wir schaffen wir das da so ein paar Briefchen zu schicken also wollen wir das mal machen so richtig <laughs> wollen wir das mal, mal vornehmen wir machen das ganz oldschool genau mach das ähm, macht das mit, mit dem frankierten, dass wir an alle einen Brief schicken nee, pass auf wir machen das wir machen das wie ganz früher als ich Kind war konnte man an die Redaktion von der Knopf-Hoff-Show ähm, und so weiter konnte man Briefe schicken mit frankiertem Rückumschlag schickt uns einen frankierten Rückumschlag dann schicken wir euch eine Handvoll Sticker das wäre doch mal eine Maßnahme also quasi frankiert und an euch selbst adressiert unsere Adresse findet ihr in diesem Internet ich also, mach das philipp ich mach das ja? ich es auf mich okay, ja ja, ja. Cool. Okay. Wir haben das ist ja nicht in der Lage. Es hören ja nur tausend Leute zu. Okay. Das kriegen wir hin. Und wenn es ein bisschen dauert, wisst ihr warum? Dann wart ja. Alle. Das ist nicht in der Lage. Das ist für die Abonnenten. Aber ja, also, okay. anyway. also, ja aber nicht in, der, nicht in der Folge für die für Menschen die alle. Draußen, ne? genau. okay, alles klar. Also gut. Ähm, dann das war die Frage vom Raphael. Dann haben wir im Angebot. Ähm, da haben wir im Angebot. Da hat jemand mal ausgerechnet? Das ist eine kleine Ergänzung. 38.500 Bundespolizisten mal 30 Sekunden HD Video sind etwa 350 Terabyte. Und das soll, ob das zu so viel ist für andere Server als die Amazon-Server, filme Glaube ich nicht. Ich habe zu Hause alleine, ich habe alleine zu Hause 10. Tierarbeit, mindestens Festplattenspeicher. Ich, wir haben bei der GFF im Büro 25. Ich traue das der Bundespolizei. Zu. Kriegen Sie hin. Das Wie lange bereitet kann? ihr die Folge vor, danach? Also diese haben wir jetzt relativ, Ja. also wir sitzen wir sind schon eine Weile ja. dran. Ne? Ja, doch, wir sitzen eine Weile dran. Also ich sag mal so, wenn wir das ganz konzentriert machen, uns morgens hinsetzen, vorbereiten und dann die Lage aufnehmen, dann denke ich dauert es so etwa fünf Stunden, kann man schätzen, grob. Also was wir zusammen machen, aber vorher lesen wir natürlich. Na klar, wir lesen natürlich jeden Tag. Und manchmal vorher, genau. machen wir jetzt auch eine Telco unter der Woche, ja. dass wir sozusagen sagen, okay, du kümmerst dich darum, ich kümmere mich darum, ich kümmere genau. mich darum, dass wir so ein bisschen die Themen verteilen. Genau, es das, das wird in der Tendenz gerade mehr, was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass es terminlich gerade etwas schwieriger als sonst zu organisieren ist und wir häufig diese ganz langen Blöcke nicht mehr so ganz hinkriegen. Also jedenfalls kann man sagen, ff, ähm, Lesen, Lesezeit ist extra und dann etwa fünf Stunden. Vorbereitung und Aufnahme der Folge. Das kommt, glaube ich, so etwa hin. Guck mal, was haben wir denn. Ja, sind geschlossene Facebook-Gruppen mit 3000 Mitgliedern nicht öffentlicher Raum? Das ist halt wirklich eine ganz schwierige Frage, ne? weil man Öffentlichkeit ja eigentlich immer so definiert, ähm, dass man nicht mehr so richtig weiß, ähm, an wen sich diese Äußerung richtet. Und klar, irgendwann ist mal die Schwelle überschritten zum öffentlichen Raum. Ich denke, auch sehr große Gruppen können irgendwann mal als öffentlicher Raum verstanden werden, aber ähm, das hilft ja eben nicht bei zum Beispiel WhatsApp-Gruppen, die ja schon bei 250 Mitgliedern abregeln, wenn ich das richtig weiß. Äh, ja. Orban aus der der EVP-Fraktion ausschließend vor Nachteile, um gegen Populismus in der EU vorzugehen. Also ich würde sagen, wer es irgendwie mit Demokratie ernst meint, kann so jemand wie Orban nicht in seiner Fraktion dulden. Würde ich auch sofort unterschreiben, denn im Zweifel. Ähm, Im Zweifel verleiht ihm das immer noch eine gewisse Legitimität, dass er dann noch in dieser Fraktion ist. Ne? Der, äh, interessante Idee vom Rai. Der Rai äh, weist nämlich darauf hin geschlossene Chats ist es nicht strafrechtlich relevant, wenn in diesen Straftaten konkret geplant oder zu ihrer Begehung aufgerufen wird? Selbstverständlich, klar. Das ist natürlich der Sonderfall, wenn es sich so konkretisiert, ähm, dann hat man natürlich auch strafrechtlich Zugriff drauf. Ähm, das hätten wir so, deutlicher sagen sollen, das stimmt. Was sagt ihr zum Urteil von Paul Mannerford? Jahre statt 25, war guter Betrüger. Also Paul Manafort war der... Guter Bürger, steht da. Aber du hast natürlich völlig zu Recht gesagt, Betrüger. Ja, der Philipp denkt weiter. Also das war der Wahlkampfmanager von ähm, Donald Trump in der, in der Wahl und der hat auch für laute Autokraten auf dieser Welt äh, gearbeitet und die Kohle, die er dabei verdient hat, äh, auf... Ja, Konten gelegt, die er nicht versteuert hat. Und der äh, hat äh, diverse Anklagen sich eingefahren und wurde eben ja. auch schuldig gesprochen. Und der hat halt nur vier Jahre bekommen, möglich wären halt 25 gewesen. Ja, da würde ich sagen, der Typ sitzt im Rollstuhl. Ähm, ähm, ich weiß es nicht. Also, diese Rachegelüste, die da immer so aufkommen, ja, möglicherweise hätte er mehr bekommen können. Ich, ich stecke da nicht drin, aber ich finde es äh, ausreichend, dass jemand wie er verurteilt wird, dass das aktenkundig ist ähm, ja. und dass er jetzt vier Jahre in den Knast wandert. Ja, und als Strafrechtler muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dies, äh, ist ja die Strafhöhe überhaupt nicht das Entscheidende. Ja, also natürlich ja. ist das für den einzelnen Menschen das Entscheidende, aber für die gesellschaftlichen Wirkungen ist das überhaupt nicht entscheidend. Ähm, es geht die, die, gerade so die generalpräventive Wirkung, also ist das Abschreckend, die hängt vor allem davon ab, dass überhaupt die Aufklärungsquote groß ist. Also dass man da halbwegs damit rechnen kann, dass man auch tatsächlich erwischt wird und verurteilt wird. Ob das dann zwei, drei oder vier Jahre sind, also mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was die Menschen reitet, die immer so lange Haftstrafen fordern, ob die jemals auch nur einen Tag im Gefängnis verbracht haben und ob denen überhaupt klar ist, wie furchtbar auch schon fünf Wochen im Gefängnis sind. Also da kann ich mich ehrlich gesagt immer nur wundern. Also es ist eher eine Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn man ja. sieht, was andere für Strafen kriegen wegen ja. totaler Banal Banalitäten. Ja. Ja, gut, in da, den USA sind so, die Strafen generell ne? exzessiv, aber ähm, ich wollte eigentlich nur davor warnen zu sagen, je mehr Strafe, desto, desto mehr Wirkung. Ja, das stimmt eben einfach kriminologisch nicht. Hat Deutschland Zinsen bekommen auf das eingelegte Griechenland -Geld? Zeitweilig ja, ähm, aber das wurde dann, glaube ich, äh, wieder verrechnet, weil es eben ein bisschen schwierig war, mit Griechenland auch noch Geld zu verdienen. Das Geld, was sozusagen dieser ESM einnimmt durch Zinszahlungen, mhm. ähm, das äh, landet in so einem Puffertopf. Also es ist halt eine zusätzliche Geldreserve, um ja mehr Geld anzuhäufen und Sicherheiten zu ja. haben und so. Also äh, Deutschland hat, glaube ich, habe ich gelesen, irgendwo so insgesamt mit dieser ganzen Aktion äh, drei Milliarden Euro verdient. Dann haben wir mehrere Fragen bekommen, die äh, in eine ähnliche Richtung gehen. Caroline fragt, äh, wie viele Weekly Listener habt ihr eigentlich? Und äh, der Jannis fragt, welche Reichweite hat die Lage der Nation pro Woche? Ja, wir haben so, immer so, wir können, wir messen die Downloads. Auch von, von unserem eigenen Server? Von unserem ja. eigenen Server und wir haben diese Spotify-Geschichte. Äh, ähm, Downloads zu messen ist nicht so trivial, aber ich glaube, wir machen das relativ gut. Mit diesem, mit dem Podlar. Mit dem ne? Podlar. Und, da, ja. genau, und da haben wir so nach einer Woche so 110, 20.000 Downloads. Ja, die beste best Folge waren, Server, glaube ich, 145, 145 pro Woche. Oder so. genau. genau. Und dann kommen immer noch so 20.000, 30 30.000 bei Spotify dazu. Also Daumenregel 150.000. Irgendwie sowas in der Woche, in ja. Genau. genau. Ähm, seid ihr gläubig oder religiös? Weder noch. <laughs> ja, also ich, ich bin gläubig. Ja. Ist das ich, so? ich bin katholisch, ja. 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 ja, gut, also ich bin jetzt also. aber, ich bin natürlich jetzt nicht der aktivste Katholik, aber, äh, und ich bin wahrlich kein, äh, kein Anhänger vieler Policies der katholischen Kirche, aber ich würde mich schon als, glaube bezeichnen, ja. Hm. ja finde ich, ich bin ja, ich ja auch Sozi, soll, ich, ne? soll ich meine Fragen auch mal in Betreff schreiben? <lacht> <lacht> wir können ja noch ein Bier trinken, daher. So. Ähm, was haben wir denn hier noch? Was haben Da sind, da, Ha. Bevorzugt ihr im ICE die Damen- oder Herrentoilette? Also, hier kommen interessante Ergänzungen zum Thema Wolf. Ja. Äh, wie steht ihr denn zur Ausgleichszahlung an Landwirte bei Wolfsangriffen? Ja, finde ich, find find ich, okay. find ich, find ich okay. Also. Vielleicht kann man also Also man mal. kann man kann ja an zwei Modelle sich vorstellen, oder? Man kann zum einen natürlich sagen, man macht daraus eine staatliche Finanzierung, man kann natürlich auch einfach sagen, man schafft eine Solidaritätskasse der Landwirte für Wolfsangriffe, ne? Wo man einfach auf den Verkauf jedes Wolfs zehn Euro in den Topf tut und wenn ein Wolf äh, ein, eines Schafs meine ich. Ja, 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 der, der Wolf im Schafspelz. Also wenn man, also, ne, wenn man ein Schaf verkauft, zehn Euro in den Topf und wenn ein Schaf äh, ermordet wird, äh, dann gibt es eben eine Prämie. Wäre auch denkbar. Ja, es gibt da die verschiedensten Modelle. Warum muss es immer gleich der Steuerzahler? Egal. Kann man sich auch gegen versichern? Zum Beispiel. Die Entwurfsversicherung. Ja. Wie sehr ist euer Podcast geskriptet? Wie viel ist spontan? Also, da, da, da sind wir beiden uns ja auch nicht ganz einig. Wir haben die Frage ist schon häufiger gekommen. Ähm, also ich finde ehrlich gesagt, ähm, dass die Inhalte sind geskriptet. Also wir haben so Stichworte da stehen mit den mit vielen Argumenten, mit ganz vielen Zahlen und so. Also das, was man so im engeren Sinne als Fakten beschreibt. Aber zum Beispiel, wenn wir versuchen mal fahrlässigerweise irgendwie einen Scherz zu machen, das ist eigentlich nie im, Skri mhm. im Skript, oder? Nee. also wir haben. Vielleicht ist das das, das Problem. so: Man kann die Witze, die wir vorher aufgeschrieben haben, ziemlich gut daran erkennen. Dass es mit Abstand die schlechtesten sind. Die, ja, wir die machen. funktionieren eigentlich nicht. Nein. Geil da, sind die Es gab Wendern Witze, nicht auf die gedacht, war, war ja. ich wahnsinnig ja. stolz. Ja. Ja. Und die fand ich total cool. Die habe ich aufgeschrieben. Ja. Und, und es war dann so. Ja. Ja. Okay. Next. Mit, ähm, mit, hat mit Glück, Glück hat man es ja. nicht gemerkt. Mit Glück hat man es nicht gemerkt. Das ist wie bei Böhmermann. Da hatte ich auch jede Menge schlechter Witze. Ja. Also, also, ich fand die gut, Philipp. Ja? Komm, da machst du dich jetzt ein bisschen klein. Okay. Egal. Wie haben wir uns kennengelernt? Das ist sehr romantisch. Ähm, wir haben uns nämlich tatsächlich beim. In der Besenkammer des BTC. In London. Nein, ähm, <laughs> Nein. Nee, wir haben uns tatsächlich beim Podcasten kennengelernt. Ja, aber in der Besenkammer vom BCC. Genau, genau in so einem äh, im, das ist Fensterloser hier Raum. Fensterloser Raum, keine Lüftung, es raucht so ein bisschen wie Puma. Da hast du ich. dich wohlgefühlt. Das ne? war super. Nein, also Phil, das, das war, muss man dazu sagen, BCC ist so ein Kongresszentrum hier in Berlin am Alex. Und ähm, der, ich war da anlässlich des äh, Jahreskongresses vom Chaos Computer Club. Und der Philipp hatte Konstanze Kurz vom CCC und mich eingeladen zu seinem Küchenradio, den Podcast den er viele Jahre gemacht hat und ich war quasi zu Gast in seinem Podcast. So haben wir uns kennengelernt. Hinterher waren wir dann noch auf so einer kleinen Party von einem Freund von ihm. So war das. Brexit, wenn die Briten erst nach der EU-Parlamentswahl im Mai austreten, ist es sinnvoll, dass dann die Briten noch beim Parlament wählen und theoretisch Abgeordnete entsenden? Ich würde sagen, auf gar keinen Fall, das ist der Gau. Ja, das haben wir aber auch schon in der Lage haben wir aber auch auch schon vor zwei, drei hat. Folgen mal diese ja. ganzen Probleme, die das mit dem Wahltermin und dem Austrittstermin geben könnte, ähm, kann man da noch mal Ja, das Genau. Äh, wie steht ihr zu den deutschen Sparanforderungen an Griechenland ohne bislang gezahlte Reparationszahlung? Ach du meine Güte. Das Geschichte, da bist du für zuständig. Ich habe das nur studiert. Ich suche das gerade, wo ist denn die Frage? Wo die ist an äh, zweiter Stelle, dritter Stelle. Ah, okay. Deutschen Sparfonds in Griechenland ohne bislang gezahlte reparationen. Also wir schulden den Griechen offensichtlich noch Reparationen. Ja, ich war ja, also das ist das ist eine extrem schwierige Frage. Es gab natürlich, wie das immer so war, Kriegsverbrechen in allen Ländern, die die Wehrmacht besetzt hatte, so auch in Griechenland. Und da gibt es seit langer Zeit Forderungen der griechischen Regierung an die Bundesregierung, dafür Verantwortung zu übernehmen. Ich muss gestehen, moralisch finde ich das einen völlig klaren Fall, ja, dass man da Verantwortung übernehmen muss. Die Bundesregierung argumentiert hier aber, soweit ich das weiß, das ist jetzt aber wirklich ohne jede Recherche. Nicht geskriptet, ohne vorbereitet. Ähm, die Bundesregierung beruft sich, wenn ich es richtig weiß, auf irgendwelche Rechtsgrundlagen, dass es alles verjährt ist und so. Also ganz schwierige Position äh, insofern, aber ich finde die Sparforderungen und die Reparationszahlung sollte man jetzt aber auch nicht gegeneinander aufrechnen. Genau, das, das, ist, so das ist so ein bisschen what about. What about. Diesem, genau. Was ist für euch besser, Spenden oder Abos? Äh, eindeutig Spenden, weil ja, dafür müssen wir nichts machen und kriegen die volle Summe. Ja, zack, danke. Ähm, Warum guckt ähm, Philipp auf dem Foto so böse? Philipp, guckst du böse? Kann ich, ich mir gar nicht oh, vorstellen. Ja, doch. Ich, also mein, Meinst du, auch ich, das mein, da links? Ich meine, Default ist böse. Das da? Echt, bist du? Also. Schaf oder Wolf? Ja. Okay. scharf. Äh, was sagt ihr zu der Kritik? Ihr berichtet mit negativen Bias gegenüber der SPD. Na, wir berichten halt bei allen Parteien tendenziell das, es was sie falsch machen. Es oder? gibt beides. Ja. Ne? Die einen sagen, du bist sozi, red nicht so viel über die SPD, du bist sehr befangen. Und die anderen sagen, du machst dir zu so viel fertig. Genau, also einer eine meiner liebsten iTunes-Kommentare hat, glaube ich, zur Überschrift die Lage der Nation aus Sicht der SPD. Und ich bin mir relativ sicher, das unterschreiben die Brandt keine zwei Leute. Rechtfertigt ja. der Mehrwert der Wölfe für Ökologie und Forstwirtschaft die Verluste in der Tierhaltung? Naja, also erstmal sind Wölfe cool und mehr Tiere ist gut und mhm. wenn man wenn man mehr Tiere ist gut mehr Tiere ja, ist gut. einfach ökologische Vielfalt so. heißt das. und man muss ja ganz ehrlich sagen die gehören ja auch hierhin, ne wenn, bis wir die mal irgendwann abgeschossen hatten alle im 18. 19. Jahrhundert ja. lebten die ja hier auch natürlich ja na gut okay da gab es natürlich noch andere Tiere aber <laughs> äh, die wir auch nicht unbedingt alle wieder haben wollen aber ich würde sagen der Wolf ist an sich gut und es muss alles Menschenmögliche getan werden erstmal von seiten der Schäfer um eine Koexistenz zu ermöglichen und wenn das nicht geht dann kann man sich andere Sachen überlegen. Dann kann man Versicherungen machen. Ähm, und ich finde auch sowas, wie da vorgeschlagen wird, weißt du, wie, wie, die, wie die Schulze vorschlägt, einen Wolf zu erschießen, wenn er den Zaun übersprungen hat, wenn er die Sicherungsmaßnahmen überwunden hat. Das finde ich, ja. das, damit, da, da, da könnte ich mich ja noch mit anfreunden. Ja, das ist, ja. Weil da muss du auch erstmal rüberkommen. Wir so. sollen übrigens noch Eike und Caro grüßen, zwei ja, machen fleißige wir doch. Jurastudenten aus Washington. Gerne. Schön. Hallo, hallo Washington. Ähm, ähm. Genau, zur Filterblase, da kommen so zwei, drei Fragen, die ich interessant finde. Zur Filterblase liest ihr extrem rechte oder extrem linke Medien? Ah. Ähm, ja, also wirklich ganz gelegentlich. Also ich habe früher mal gelegentlich bei Indie-Media geguckt, um mhm. wie da bestimmte Dinge geframed wurden, also links unten in die Media. Mhm. Und ähm, das fand ich schon interessant. Und ich habe auch schon mal. Irgendwie so ein paar, mehr oder weniger aus Versehen, so ein paar äh, rechtsradikale Seiten gesehen. Es gibt auch irgendwie so, äh, so eine anon.ru oder anonymous.ru, irgendwie so eine rechte Fake News-Schleuder. Äh, es gibt ähm, Politically Incorrect, ist auch so eine Fake News-Schleuder aus der rechten Ecke. Doch, doch, also so ein paar habe ich da mir immer, also jetzt lese ich nicht im Sinne von tägliches Pensum, aber habe ich schon mal reingeschaut und es ist äh, immer wieder erschreckend. Ja. Ähm, ich nicht. Ähm, was ist aus der Piratenpartei geworden? Naja, ich finde, der größte Mehrwert der Piraten ist, dass sie ein paar gute Leute hervorgebracht haben. Ja, Julia jetzt, Reda zum die Beispiel. Die jetzt entweder noch ja. im Namen der Piraten unterwegs sind, wie Julia Reda im ja. Europaparlament sitzt, oder aber äh, andere Leute in andere Parteien ausgesendet haben, die einfach gut waren und die jetzt in anderen Parteien wirken. So, das finde ich den größten Mehrwert. Ansonsten glaube ich, gibt es die Partei noch, die hat sie nicht aufgelöst, hat sich in Deutschland aber weitgehend ja. aus den Parlamenten verabschiedet. Also ich glaube, ehrlich gesagt, äh, zur Piratenpartei, wir haben, wir werden auch gelegentlich ja mal angegriffen aus der Piratenecke, weil Leute finden, dass wir im Podcast irgendwie nicht freundlich genug über die Piraten berichten. Ähm, genau, zum Beispiel die Frage an Julia Reda, ob sie Piratenmitglied ist, da war ich mir einfach nicht mehr sicher. Das war überhaupt nicht böse gemeint. Das, das fand jemand, sei ein Bashing gewesen. <laughs> ähm, also ich Persönlich glaube eigentlich, dass das ein schöner Versuch war, aber so der, der eben gescheitert ist. Und ich glaube, unterm Strich kann man daran sehen, dass, dass so quasi Spartenparteiinteressen nicht so richtig oder Sparteninteressenparteien nicht so richtig gut funktionieren. Und ich glaube, die Piratinnen und Piraten hätten dem Land einen größeren Dienst erwiesen, wenn sie einfach die klassischen Parteien geändert hätten, denn man sieht das. Haben sie jetzt ja. Ja, so langsam funktioniert das, also gerade in Berlin zum Beispiel gibt es jetzt relativ viele Ex-Piraten, die sich in den anderen Parteien engagieren, aber ich finde, es gibt einfach, es mit Händen zu greifen, ja, wie Menschen, die sowas von dem Netz verstehen, in anderen Parteien fehlen, also gerade diese Diskussion um die Urheberrechtsreform macht doch deutlich, dass einfach in der Union einfach keine Piraten sind und in der SPD jedenfalls viel zu wenig Piraten und bei der FDP weiß ich es nicht so richtig, ne? also ich würde mir das schon wünschen, dass die Leute eher in den anderen Parteien Parteien, Piraten, Themen setzen? Will. Ähm, Lobbyismus pro Kontra, Vorschläge zur Eindämmung. Also, Lobbyismus an sich ist in Ordnung. Das ist sozusagen die organisierte Interessenvertretung. Ja, das, das Problem ist noch, nur, ja. dass es eine extreme Waffenungleichheit gibt. Es gibt äh, Lobbyinteressen, die sind super durchfinanziert, mega organisiert, ja. ähm, haben Zugang noch und nöcher. Mhm. Das sind in der, Les-, in der Regel industriefinanzierte äh, Lobbyisten. Ja. Und es gibt, sagen wir mal, andere Ökolobbyisten, soziale Lobbyisten etc., digitale Lobbyisten. Die machen im Prinzip nichts anderes, haben aber viel, viel weniger Geld, viel, viel weniger Zugang. Und kriegen immer noch weniger Und Geld, wenn man die Stichwort Gemeinnützig Gemeinnützigkeit, äh, entzieht. Stichwort Umwelthilfe, etc. Ja. Also, das ist, das ist übrigens eine Debatte, die so die Zivilgesellschaft in Deutschland in den, Na in den nächsten Jahren, das kann man jetzt schon sehen, äh, ziemlich durcheinanderwirbeln wird. Die, die Debatte über die sogenannten Shrinking Spaces. Ne? Also, Shrinking Spaces, schrumpfende Räume, was ähm, so die internationale Bezeichnung dafür ist, dass die Zivilgesellschaft immer weniger Räume hat, äh, um Politik mitzugestalten. Also, am krassesten sieht man das natürlich in autoritären Staaten, Polen, Ungarn, wie die Zivilgesellschaft da ähm, immer weiter zurückgedrängt wird. Ähm, aber das ist der Grund, weswegen ich diese Debatte um das Gemeinnützigkeitsrecht so unfassbar gefährlich finde. Für mich ist das ein erstes Zeichen, äh, dass es auch in Deutschland in die Richtung geht, ähm, die Zivilgesellschaft äh, zurückzudrängen. Und da, glaube ich, müssen wir alle sehr, sehr wachsam sein, was sich da tut. Ja. Ähm, ich würde sagen, sollen wir es dabei belassen? Oder hast du noch irgendwie ähm, eine Lieblingsfrage? Was ist der Medienkonsum? Genau, das ist genau das. Naja, also, also, ja, alle, die, die Leute denken immer so, wir lesen irgendwie alles. Also, wir machen. Wir versuchen uns einen Überblick zu verschaffen und konzentrieren uns halt auf ein paar Themen, die wir dann in der Lage behandeln. Und da lesen wir halt ein bisschen mehr. Und die 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 Quellen sind halt die klassischen Sachen. Ne? Wir also, haben jetzt von der Lage eine ganze Menge Sachen abonniert. Ne? Süddeutsche, Spiegel, Handelsblatt, Welt, FAZ, New York Times, ja, Zeit, genau. Washington Post, äh, hier über Medien. Äh, irgendwie, haben wir ja. noch was so ja, in der Richtung, ne? so Ich habe immer noch ein CT-Abo. Ja, immer. Ähm, ja. ähm, ja. Super. Nein, aber äh, jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, wir lesen das alles komplett nee. durch. Das ist ja völlig unmöglich. Oh, Quatsch. Ne? Ja. Also wir haben diese Abos und wir gucken da in alles rein. Also ich lese relativ regelmäßig SZ und New York Times tatsächlich. Ja. Also da... Klar, ich sehe auch nicht alles, aber, aber da, wie man halt so Zeitungen liest, man, ja. man, man, man liest ein paar okay. Sachen, also gerade Themen, ja. wo, wo klar ist, okay, da können wir uns in Lage drum, das lese ich natürlich durch, aber ansonsten skippt man halt so durch, plus das, was halt noch so über Twitter und so äh, reinfällt einfach. Ne? Nuzzle nutze ich auch noch, so eine App, ja. äh, das ist ganz praktisch, das ja, ist so ein, äh, quasi ja. so eine App die aus meinem äh, Twitter Feed und Facebook Feed mal nur die Medienlinks rausholt ah, okay. und dann hat man, so man das so Auto übersichtlich genau ja. Ja, okay und dann natürlich, natürlich Twitter ne also das ja. ist klar das scrollen wir natürlich auch so durch so. ich denke dann ähm, genau. sind wir durch oder äh, genau ich, da kommen noch viele Fragen ähm, ich denke das können wir noch mal ich denke, beantworten genau. wir haben jetzt noch den Nerd-Test vor noch nicht weglaufen nicht das weglaufen. ist ganz wichtig die Leute die uns hier das Internet gebaut haben die haben uns gebeten einmal das Ding auszulassen ja. Also jo. ihr müsst jetzt einmal greift zum mobilen Endgerät zum, zum, zum genau. mobilen Endgerät schnappt es euch schnappt es euch öffnet die die App Speed Test, ja. die ihr euch hoffentlich entweder schon runtergeladen hattet oder runtergeladen habt. Diesen UCLA-Speed Test, ja. ja. Und äh, wir müssen das eigentlich auch machen, aber mein ja. Telefon ist. Ja, ich habe da. das hier auf dem, auf dem Laptop. Ich, ja, mache das Browser, ich mache das für dich mit. Ach, das ist kein Browser. Nee, ist es kann, ich habe selbstverständlich die App. Ja. Ich mache das für dich mit, Philipp. Ich, ja, mache, es los. ich mache es ja mit Okay, wir zählen jetzt runter und dann äh, bei 10, bei 0. Ich fange bei 60 an. Nein, ich fange bei 10 an. Also bei äh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Drei, zwei, eins. Und Speedtest. So, connecting. So. Der Kontext muss euch nicht berühren emotional. Oh, wow. Ich habe hier noch volle 90 Megabit. Ja. Das ist also nicht ist, so schlecht. Wie gesagt, es ist so ein bisschen. Upload 100. Boah. Boah. Also, ich habe so knappe 100 symmetrisch. Ach, guck mal, hier ist der Graph. Krass. Das ist sozusagen unsere Netzwerkstatistik: nerd -porno. Sehr schön. Up Upstream geht jetzt gerade noch massiv hoch. Wow, wow, wow. ja, wollte ich sagen. Die habe ich ja fast alleine gehabt hier die, die 200 da. Okay, aber kriegen wir nicht ganz voll das Mbit nach oben, ne? genau. das, das das Gigabit nach oben? Ne? Ja, denn der Hintergrund ist, dass äh, wir haben ja diesen schönen Uplink äh, gesponsert bekommen, also quasi eine Satellitenschüssel, die vom HKW funkt zum Funkturm auf dem Alex und die Leitung hat fast ein Gigabit und wir wollten noch mal schauen, also das, wir, ob wir die auslassen. Unsere Kollegen wollten wissen, ob man Na, das auslassen können. Und ich habe das auch interessiert. Ja, ja. Ne? Ja. Mich auch. Ich bin begeistert. Vielen Dank, Sinne. dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Im Restaurant gibt es jetzt noch Bier und... Das war's. Wir sind auch dabei. Bis später.